Ja, herzlich willkommen zum dritten Mentoriat zu VWL. Und wir machen jetzt gleich weiter mit dem Thema der Haushalt als Sparer. Wir hatten ja letzte Woche bzw. vor 2 Wochen aufgehört mit dem Thema Nutzenmaximierung bzw. Nutzenfunktionen. Und das nächste, wie gesagt, was ich mit Ihnen jetzt hier besprechen möchte, ist das Thema der Haushalt als Sparer. Und der Haushalt als Sparer. Und hier ist es jetzt eben so, dass der Haushalt nicht wie bisher angenommen eben sein ganzes Einkommen für Konsumzwecke ausgeben muss, sondern ein Teil seines Einkommens oder auch sein ganzes Einkommen eben sparen kann, beziehungsweise eben auch Kredite aufnehmen kann. Ja. Wir werden dieses Modell, was in der Kurseinheit 1 aufgeführt ist, jetzt zusammen besprechen. Und das Ziel des Ganzen, also Ziel des Modells, ist sozusagen jetzt die Maximierung des Konsumnutzens über 2 Perioden. Ja, das heißt, wir betrachten 2 Perioden und untersuchen jetzt, wie viel wir in Periode 1 und in Periode 2 konsumieren, um mit unserem Einkommen eben den maximalen Konsumnutzen zu erzielen. Ja, das heißt, es findet quasi eine Aufteilung in Konsum heute und Konsum morgen statt. Ja, das heißt, der Konsum wird aufgeteilt in Periode 1 und 2. Ja, und da wollen wir jetzt eben herausfinden, wie viel konsumieren wir in Periode 1 und wie viel konsumieren wir in Periode 2, um insgesamt eben das Nutzenmaximum zu erreichen. Ja, das heißt, Ziel ist jetzt hier die Maximierung des Konsumnutzens über 2 Perioden. Ja, also die Perioden werden jetzt hier mit T bezeichnet und T ist jetzt gleich 1 und 2. Also das heißt, jetzt existieren in unserem Modell nur 2 Perioden, nämlich die Periode 1 und die Periode 2. Ja, es gibt jetzt hier in dem Modell einige Parameter, die ich zunächst mal notieren möchte, dass wir eine Übersicht bekommen, um was sich das überhaupt hier handelt. Und da fange ich jetzt mal zunächst an mit YT0. Also das ist wieder ein Y, das steht für das Einkommen. Und mit dem Index T unten und dem Index 0 oben bedeutet das, dass das jetzt hier das Einkommen ist in Periode T. Ja, also YT0, so steht es auch im Skript, wäre jetzt hier das Einkommen in Periode T. Ja, wenn jetzt hier Y1 steht, dann bedeutet das, das wäre dann das Einkommen in Periode 1. Und wenn für T jetzt hier gleich 2 steht, dann würde das bedeuten, das wäre das Einkommen in Periode 2. Ja, so muss man das lesen. Also lassen Sie sich durch die Indizes jetzt nicht verwirren. Ja, und genauso sieht es auch aus mit der Konsummenge. Die wird jetzt abgekürzt mit CT. Und das steht jetzt hier für die Konsummenge. Also dieses CT steht jetzt hier für die Konsummenge in Periode T. Ja, dann gibt es jetzt hier noch ein weiteres, nämlich CT Max. Ja, und das steht für die maximale bzw. für die größtmögliche Konsummenge in Periode T. Ja, also CT Max ist die größtmögliche Konsummenge in Periode T. Dann gibt es jetzt hier noch I. Und I ist jetzt der Zinssatz. Und zwar der Zinssatz bei
Geldanlage, also wenn ich etwas anlege, den Zinssatz, den ich bekomme, und auch der Zinssatz bei Kreditaufnahme. Ja, also wir hatten ja schon gesagt, ich hatte schon angedeutet, dass wir hier jetzt eben Geld anlegen können, beziehungsweise Kredite aufnehmen können, und I ist jetzt sozusagen der Zinssatz bei Geldanlage beziehungsweise bei Kreditaufnahme. Ja, also der Zinssatz ist hier identisch. Ja, also wenn ich Geld anlege, dann bekomme ich dafür denselben Zinssatz, wie ich bezahlen muss, falls ich einen Kredit aufnehme. Ja, also I ist der Zinssatz bei Geldanlage beziehungsweise Kreditaufnahme. Ja, das heißt, der Haben- und der Sollzinssatz, die sind identisch. Ja, also es gibt jetzt hier keine unterschiedlichen Zinssätze. Normalerweise sind die ja in der Regel unterschiedlich. Also wenn ich Geld anlege, habe ich in der Regel einen anderen Zinssatz, wie wenn ich einen Kredit aufnehme. Aber davon wird jetzt hier abstrahiert und es wird jetzt einfach ein einheitlicher Zinssatz genommen, egal ob wir Geld anlegen oder Kredit aufnehmen. Ja? Und Q wäre jetzt hier der sogenannte Zinsfaktor. Und der Zinsfaktor ist definiert als 1 plus I. Ja, also das ist der Zinsfaktor. Und zum Zinsfaktor ist jetzt Folgendes zu sagen. Den Zinsfaktor benutze ich dann, wenn ich beispielsweise wissen will, wie viel Geld bekomme ich nach einem Jahr raus, wenn ich 100 Euro zum Zinssatz von 5% anlege. Ja? Wenn ich beispielsweise 100 Euro, ich schreibe das jetzt hier mal drüben in so einem Kästchen, das brauchen Sie jetzt eigentlich nicht mitschreiben. Ja? Wenn ich 100 Euro anlege und habe einen Zinssatz von 5%, ja, also I gleich 5%, ja, dann ist ja 5% zunächst mal als Dezimalzahl ausgedrückt gleich 0,05. Ja, also 5% als Dezimalzahl ist 0,05. Und Q wäre dann entsprechend eben 1 plus I. Ja, das heißt 1 plus 0,05, und das wäre dann 1,05. Ja, und das benutze ich eben, wenn ich rauskriegen will, wie viel Endkapital habe ich nach einem Jahr, wenn ich 100 Euro jetzt eben ein Jahr zum Zinssatz von 5% anlege. Dann werde ich nämlich folgende Rechnung aufstellen, nämlich rechne dann 100 Euro mal 1,05, und das ist dann gleich 105 Euro. Ja, also wenn ich 100 Euro zum Zinssatz von 5% eben ein Jahr anlege, dann habe ich nach einem Jahr 105 Euro. Und genau das kann man eben mit diesem Zinsfaktor Q so berechnen. Ja. Vielleicht können Sie auch noch mal ich glaube, das war im Mentoriat 2 in dem Mathekurs, da geht es dann um Wirtschaftsmathe, um Finanzmathematik. Da habe ich da auch noch ein paar Beispiele zu diesem Zinsfaktor und auch nochmal eine Einführung zur Prozentrechnung. Also wenn Sie da noch nicht ganz sicher sind, schauen Sie da nochmal rein. Aber ich denke, dass das jetzt, also diese Rechnung jetzt hier, wie sie steht, hoffentlich klar ist. Ja? Also wenn Sie 100 Euro anlegen zum Zinssatz von 5%, ein Jahr lang, dann rechnen Sie eben 100 mal 1,05, und dann haben Sie hier 105 Euro, nämlich das Endkapital, was Sie eben rauskriegen dann nach einem Jahr. Gut, dann gibt es jetzt hier noch ST. Ja, das ist ein kleines S. Und das ST bezeichnet jetzt hier noch die Ersparnis. Und zwar in Periode T. Ja, und das sind jetzt sozusagen alle Parameter, die in diesem Modell auftauchen. Hier wird jetzt noch eine Annahme getroffen, und zwar, dass das gesamte Einkommen im Betrachtungszeitraum von den zwei Perioden eben komplett ausgegeben wird. Ja, das heißt, nach der zweiten Periode dürfen weder Schulden noch Ersparnisse mehr bestehen. Ja, das notieren wir jetzt nochmal dazu. Also die Annahme ist die folgende, nämlich das gesamte Einkommen ist
wird ja so sein, dass wir in Periode 1 und auch in Periode 2 immer bestimmte Einkommen haben. Und das gesamte Einkommen wird eben im Betrachtungszeitraum, also das gesamte Einkommen wird im Betrachtungszeitraum von zwei Perioden komplett ausgegeben. Ja, also ausgegeben. Ja, das heißt, nach der zweiten Periode dürfen keine Schulden und keine Ersparnisse mehr bestehen. Ja, also nach der zweiten Periode dürfen keine Schulden und keine Ersparnisse mehr bestehen. Ja, das ist jetzt auch noch hier eine Modellannahme. Ja, das heißt, das Modell, das beschränkt sich auf zwei Perioden. Ja. Ich habe es jetzt hier vergessen hochzuschieben. Okay, ich denke, das wäre es jetzt auch schon für die Grundannahmen. So, das Erste, was wir uns hierzu jetzt mal überlegen wollen, ist Folgendes, nämlich die Frage, wie hoch ist die größtmögliche Konsummenge in Periode 2? Ja, also wie viel kann ich in Periode 2 maximal konsumieren? Ja, das heißt, wir wollen so viel wie möglich in Periode 2 konsumieren und die Frage ist, wie hoch ist die maximale Konsummenge eben in Periode 2? Ja, wir stellen uns jetzt nochmal vor, Periode 1 wäre beispielsweise dieses Jahr und Periode 2 ist jetzt nächstes Jahr. Und in beiden Jahren bekommen wir eben ein bestimmtes Einkommen. Ja, das heißt, dieses Jahr kriegen wir ein bestimmtes Einkommen, nächstes Jahr bekommen wir ein bestimmtes Einkommen. Und wir wollen jetzt eben in Periode 2, also nächstes Jahr, so viel wie möglich konsumieren. Ja, die erste Frage ist, was werden wir dieses Jahr machen mit unserem Einkommen? Wenn wir ja nächstes Jahr erst so viel wie möglich konsumieren wollen, dann werden wir Folgendes machen, nämlich wir werden dieses Jahr, wenn wir unser Einkommen kriegen, davon gar nichts konsumieren, sondern das Einkommen von diesem Jahr eben anlegen bis ins nächste Jahr. Ja. Und im nächsten Jahr, also in Periode 2, da werden wir dann das verzinste Einkommen aus Periode 1 verkonsumieren, plus noch das Einkommen, was wir ja auch in Periode 2 noch bekommen, verkonsumieren. Ja, das heißt, Fall 1 wäre jetzt Folgendes, nämlich gefragt ist nach der größtmöglichen Konsummenge, also größtmögliche Konsummenge in Periode 2. Und entsprechend wäre das dann eben C2 Max. Ja, und das ist gleich Folgendes, nämlich das Einkommen aus Periode 2 verkonsumieren wir dann in Periode 2 plus das verzinste Einkommen aus Periode 1 verkonsumieren wir auch noch in Periode 2. Ja, in Periode 1 hatten wir ja gesagt, da nehmen wir unser ganzes Gehalt und verkonsumieren gar nichts, sondern legen es an für ein Jahr, ja, zum Zinssatz I und lassen das liegen, ja, sodass wir in Periode 2 eben hier das verzinste Einkommen aus Periode 1 zu Konsum zur Verfügung haben, plus noch das Einkommen aus Periode 2. Ja, und das ist jetzt sozusagen die Formel, die hierfür existiert. Ja, wir machen jetzt hierzu gerade ein Beispiel. Und zwar nehmen wir jetzt mal an hier, das Einkommen in Periode 1 wäre jetzt hier 10 Euro. Also dieses Jahr kriegen wir 10 Euro
Und nächstes Jahr in Periode 2 ist unser Einkommen 15 Euro. Und der Zinssatz ist jetzt hier bei 10%. Ja, also als Dezimalzahl geschrieben dann 0,1. Und Q, der Zinsfaktor Q wäre dann entsprechend 1 plus I, also dann 1,1. Und gut, wenn wir jetzt wissen wollen, wie groß wäre der maximale Konsum oder die größtmögliche Konsummenge in Periode 2, dann können wir das jetzt anhand dieser Formel ausrechnen. Also C2 Max wäre dann zunächst mal das Einkommen in Periode 2, also die 15 Euro, die wir dann in Periode 2 hier verkonsumieren, plus das verzinste Einkommen jetzt eben hier aus Periode 1. Ja, also plus die 10 Euro mal 1,1. Ja, und da kommt dann Folgendes raus, nämlich 15 Euro plus und jetzt noch 10 mal 1,1, es gibt 11 Euro, sodass wir 26 Euro eben in Periode 2 verkonsumieren können. Ja, das würde jetzt eben hier bedeuten, in Periode 1 wird überhaupt nichts konsumiert, sondern das gesamte Einkommen hier von 10 Euro wird angelegt. Und in Periode 2 wird eben das verzinste Einkommen aus Periode 1 hier verkonsumiert, plus noch das Einkommen von 15 Euro aus Periode 2. Und da kommen wir eben insgesamt dann auf 26 Euro. Jetzt überlegen wir uns, wie hoch ist der größtmögliche Konsum in Periode 1? Ja, also Fall 2. Ja, da fragen wir uns, wie viel können wir in Periode 1 maximal konsumieren? Ja, also gesucht ist die größtmögliche Konsummenge in Periode 1. Ich schreibe jetzt Ihnen gerade hier die Formel schon mal hin, nämlich C1 Max ist jetzt folgendes, nämlich Y1, 0, also das Einkommen aus Periode 1 plus das abgezinste Einkommen aus Periode 2 hier. Ich erläutere Ihnen gerade, was das jetzt hier bedeutet. Zunächst mal ist es ja so, wir wollen in Periode 1 so viel wie möglich konsumieren. So viel wie möglich. Wenn wir jetzt in Periode 1 so viel wie möglich konsumieren wollen, dann verkonsumieren wir hier zunächst mal das Einkommen, was wir in Periode 1 bekommen. Ja, das verkonsumieren wir. Und hier, ja, dieses Y2 durch Q, was da jetzt passiert ist, dass wir Folgendes machen, nämlich wir nehmen einen Kredit auf in Periode 1 in Höhe von Y2 durch Q, nämlich in Höhe von dem abgezinsten Einkommen aus Periode 2. Ja. Und die Frage ist halt, jetzt wie viel Geld. Also Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Sie jetzt Geld brauchen und in Periode 2 hier ein Einkommen erwarten in Höhe von Y2, dann müssen Sie sich die Frage stellen, wie viel Geld kann ich mir heute ausleihen und auch ausgeben, um die Gesamtschuld des Kredits, also Tilgung und Zinsen in der nächsten Periode durch mein Einkommen zurückzubezahlen. Ja, ich mache jetzt hier nochmal so ein kleines Kästchen hin. Das brauchen Sie nicht unbedingt mitschreiben. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie erwarten nächstes Jahr ein Einkommen in Höhe von 11.000 Euro. Ja, also Y2, 0 ist gleich 11.000 Euro. Stellen Sie sich das einfach mal vor. Sie haben jetzt beispielsweise dieses Jahr gar nichts, gar kein Einkommen und erwarten aber im nächsten Jahr, also in Periode 2, ein Einkommen von 11.000 Euro. Ja, dann müssen Sie sich die Frage stellen, wie viel Geld, also welchen Betrag kann ich heute als Kredit aufnehmen, also wie viel kann ich mir als Kredit auszahlen lassen, wenn ich nächstes Jahr eben hier maximal 11.000 Euro zurückbezahlen kann.
Und die Antwort auf diese Frage ist Y2 durch Q. Ja, das ist die Antwort. So viel können Sie sich heute schon auszahlen lassen, wenn Sie nächstes Jahr 11.000 Euro zurückbezahlen können, maximal. Ja, und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass I wieder 10% ist, ja, beziehungsweise Q dann 1,1 ist, dann ergibt sich da Folgendes, nämlich dann wird hier gerechnet Y2, also 11.000 Euro, geteilt durch 1,1 und das ergibt dann 10.000 Euro. Was bedeutet, dass Sie sich heute eben 10.000 Euro ausleihen können, wenn Sie nächstes Jahr maximal 11.000 zurückbezahlen können? Ja, weil, wenn Sie sich 10.000 Euro jetzt ausleihen zum Zinssatz von 10%, dann müssen Sie nächstes Jahr eben die 10.000 zurückzahlen plus die Zinsen, also mal 1,1. Ja, die Zinsen von 10% kommen ja auch noch drauf. Ne? Für den Kredit zahlen Sie ja Zinsen. Das heißt, nächstes Jahr müssen Sie dann 10.000 Euro mal 1,1, also 11.000 Euro zurückbezahlen. Ja, das bedeutet eben, wie gesagt, wenn Sie 11.000 Euro erwarten nächstes Jahr, aber jetzt Geld brauchen, können Sie heute nur in Anführungsstrichen eben sich 10.000 Euro auszahlen lassen, um nächstes Jahr mit Ihrem Einkommen den Kredit hier komplett zu tilgen. Ja, und das kommt jetzt hier eben quasi in dieser Form jetzt auch vor. Wir machen hier jetzt so gerade nochmal dasselbe Beispiel wie vorhin, nämlich wir haben jetzt hier wieder das Einkommen in Periode 1 in Höhe von 10 Euro und wir haben ein Einkommen in Periode 2, das erwarten wir in Höhe von 15 Euro. Ja, der Zinssatz ist jetzt wieder 10%, also 0,1. Und entsprechendes Q, der Zinsfaktor, dann wieder 1,1. Ne? Gut, jetzt haben wir im Prinzip alles, was wir brauchen und können anhand der Formel ausrechnen, wie viel wir heute eben in Periode 1 sozusagen maximal konsumieren können. Und daraus ergibt sich dann eben C1 Max ist gleich, und jetzt hier zunächst mal Y1, also 10 Euro plus und jetzt eben das abgezinste Einkommen aus Periode 2, also Y2 durch Q. Das bedeutet dann 15 Euro geteilt durch 1,1. Ja, das wird insgesamt eben die Summe sein, die Sie heute maximal konsumieren können, eben in Periode 1, um am Ende nach Periode 2 weder Ersparnisse noch Schulden übrig zu haben. Ja, und das ergibt dann, wenn wir das ausrechnen, 10 Euro plus, das gibt jetzt hier 13,64 gerundet und herauskommt dann letztendlich 23,64. Ja. So, was wir hierzu jetzt auch nochmal anschauen wollen, ist Folgendes, nämlich wenn der Konsum jetzt auf beide Perioden verteilt wird. Ja, also Fall 3 sozusagen wäre dann Folgendes, nämlich der Konsum wird auf beide Perioden verteilt. Ja, also der Konsum wird auf beide Perioden verteilt. Ja, und wenn wir uns nochmal zurückerinnern, Fall 1, da hatten wir ja die Situation, dass wir in Periode 1 eben gar nichts konsumieren und eben alles in Periode 2 verkonsumieren. In Fall 2, da hatten wir die Situation, dass wir alles, was wir zur Verfügung haben, eben in Periode 1 verkonsumieren und in Periode 2 eben überhaupt kein Konsum stattfindet. Und in Fall 3, da wollen wir jetzt eben mal Folgendes untersuchen, was passiert, wenn der Konsum jetzt eben auf beide Perioden verteilt wird. Ja, das heißt, hier in Fall 3 gehen wir jetzt davon aus, dass in Periode 1 ein Teil des Einkommens eben konsumiert wird und ein Teil eben dann noch gespart wird und fragen uns, wie viel wir dann in Periode 2 noch übrig haben. Ja, das heißt, gesucht ist hier jetzt dann wieder die Konsummenge in Periode 2. Ja, unter der Voraussetzung eben, dass wir bereits in Periode 1
einen gewissen Teil unseres Einkommens aus Periode 1 verkonsumiert haben und einen Teil eben dann noch gespart haben. Ja, und die Frage ist, wie viel bleibt uns dann in Periode 2 noch zum Konsum übrig? Ja, das Erste, was wir natürlich hier haben, ist zunächst mal das Einkommen aus Periode 2. Das haben wir dann in voller Höhe ja noch zur Verfügung. Plus jetzt eben noch das, was wir in Periode 1 nicht verkonsumiert haben. Nämlich das, was wir in Periode 1 sozusagen gespart haben. Das haben wir dann auch noch da in Periode 2 für den Konsum. Das heißt, wir haben die Ersparnis aus Periode 1 und das Ganze eben dann nochmal verzinst. Ja, das kann man jetzt hier auch anders schreiben, diese Formel. Nämlich die kann man auch wie folgt schreiben, nämlich wieder hier y2 plus q mal, und jetzt statt s1 schreibe ich hier jetzt y1 minus c1. Ja, also die Ersparnis, das ist ja das hier dann entsprechend, ne? Also wenn Sie hier drüben das vergleichen, steht ja hier S1 und hier habe ich das eben jetzt mal ausgeschrieben. Das heißt, das Einkommen, was ich habe, minus den Konsum, den ich tätige, ja, wenn da jetzt noch was übrig bleibt, dann habe ich entsprechend die Ersparnis. Ja, also wenn ich nicht mein ganzes Einkommen verkonsumiere, dann habe ich am Ende noch eine Ersparnis. Ja, und so ist letztendlich dann die Formel zusammengebaut. Ja, das heißt, wenn ich einen Teil meines Einkommens in Periode 1 schon verkonsumiert habe, dann habe ich in Periode 2 eben dann noch das Einkommen aus Periode 2 übrig für den Konsum plus die verzinste Ersparnis aus Periode 1. Wir machen jetzt hierzu auch nochmal ein Beispiel zu, also unser bekanntes Beispiel, nämlich in Periode 1 haben wir wieder ein Einkommen von 10 Euro. In Periode 2 haben wir ein Einkommen von 15 Euro wieder. Dann der Zinssatz ist 10%, ja, also, beziehungsweise der Zinsfaktor ist dann 1,1. Und jetzt nehmen wir an, dass wir von diesem Einkommen hier in Periode 1, also von den 10 Euro, die wir in Periode 1 bekommen, dass wir da schon 5 Euro verkonsumieren, für Konsumzwecke ausgeben in Periode 1. Ja, also C1 wäre jetzt hier 5 Euro. Ja, die Frage ist jetzt, wie viel bleibt mir noch in Periode 2 übrig? Ja, und genau dafür wenden wir dann die Formel an. Ich hatte es ja erklärt. Und entsprechend wäre C2 dann folgendes, nämlich zunächst mal Y2, also das Einkommen aus Periode 2, nämlich 15 Euro plus, und jetzt die verzinste Ersparnis, die noch übrig bleibt, ja, also zunächst mal Q, das heißt 1,1 mal, und jetzt das, was noch übrig bleibt eben, aus Periode 1. Ja, wenn ich jetzt in Periode 1 ein Einkommen von 10 Euro habe und 5 Euro davon schon verkonsumiere, dann bleiben mir noch 5 Euro übrig. Also ausführlich rechnen könnte man es hiermit. Ja, indem man jetzt einfach das Einkommen aus Periode 1 nimmt, zieht den Konsum ab, ja, also C1, und was hier rauskommt in der Klammer, wird dann die Ersparnis sein, die eben noch übrig bleibt. Ja, und wenn wir das ausrechnen, dann ergibt sich hier 15 Euro plus 1,1 mal 5 Euro. Ja, also 10 Euro minus 5 Euro gibt ja 5 Euro, die übrig bleibt. Und das wäre dann wiederum eben 15 Euro plus 1,1 mal 5 Euro. Das wären dann 5,50 Euro, sodass sich insgesamt hier ein Betrag von 20,50 Euro ergibt, den wir dann in Periode 2 noch für Konsumzwecke zur Verfügung haben. Ja, das bedeutet, wenn wir bei dieser Einkommensstruktur jetzt hier 5 Euro schon in Periode 1 verkonsumieren, dann bleiben uns in Periode 2 noch 20,50 Euro übrig. Ja, so muss man das deuten. Um jetzt nochmal zum Anfang von diesem Kapitel zurückzukehren, da hatten wir ja zunächst mal definiert, dass das Ziel dieses Modells die Maximierung des gesamten Nutzens über zwei Perioden ist. Ja, und die Frage ist jetzt,
wo ist denn jetzt der maximale Nutzen? Ja. Und hier drauf gibt es die folgende Antwort, nämlich die Konsumpräferenzen der Haushalte sind jetzt unterschiedlich. Ja. Und zur Ermittlung des Nutzenmaximums braucht man deshalb jetzt eine individuelle Zeitpräferenzfunktion. Ja, und die kann man dann wiederum als Indifferenzkurve wieder darstellen. Ja, das müssen Sie sich so vorstellen. Also die Konsumpräferenzen der Haushalte sind jetzt eben durchaus unterschiedlich. Ja, beispielsweise möchte Haushalt A in Periode 1 etwas mehr konsumieren und in Periode 2 etwas weniger. Und Haushalt B möchte beispielsweise in Periode 1 gar nichts konsumieren und alles oder so viel wie möglich in Periode 2 und so weiter. Ja, das heißt, man weiß es jetzt erstmal nicht, wo das Nutzenmaximum liegt. Und dazu gibt es jetzt nochmal ein Schaubild, was ich mit Ihnen besprechen möchte. Das Schaubild ist auch im Skript, die Abbildung 3.10. Das ist die intertemporale Nutzenmaximierung. Und das möchte ich mit Ihnen jetzt gerade nochmal kurz besprechen, dass Sie da auch verstehen, wie das Ganze zu deuten ist. Ja, wir haben jetzt hier auf der Abszisse Y1, also das Einkommen in Periode 1 und den Konsum in Periode 1, den wir hier abtragen werden. Und hier auf der Ordinate, da werden wir dann das Einkommen in Periode 2 beziehungsweise die Konsummenge in Periode 2 abtragen. Ja. Das Erste, was wir jetzt hier machen, ist, wir zeichnen jetzt hier wieder eine Art Budgetgerade ein und in diesem Fall hier heißt es jetzt nicht Budgetgerade, sondern das ist jetzt hier die sogenannte intertemporale Bilanzgerade. Ja. Das heißt, diese Gerade, um jetzt nochmal zu definieren, was die eigentlich soll, diese Gerade wird unser Budget sein. Ja, unser Budget, was wir aufteilen können, eben auf die zwei Perioden. Und was wir jetzt eben auch noch haben, sind wie gesagt die Indifferenzkurven, die eben je nach Konsumpräferenz eben unterschiedlich steil sein können. Ja, je nachdem, wie der Haushalt halt seine Präferenzen setzt. Ja, aber nehmen wir mal an, die Indifferenzkurve verläuft jetzt irgendwie mal so. Ja, einfach mal beispielhaft zeichne ich jetzt hier mal zwei Stück ein. Die sollen jetzt mal so verlaufen und diese Indifferenzkurven, die repräsentieren jetzt sozusagen die Konsumpräferenz des Haushaltes. Das erste, was wir jetzt hierzu einzeichnen, ist mal hier der Punkt A. Und dieser Punkt A soll jetzt Folgendes verdeutlichen, nämlich wir gehen jetzt davon aus, dass wir in Periode 1 ein Einkommen in dieser Höhe haben. Ja, also Y1, das ist das Einkommen hier in Periode 1, also so hoch. Ja. Und wenn wir dasselbe jetzt auf der Ordinate dann noch machen, dann haben wir hier jetzt das Einkommen Y2. Ja, also hier wäre das Einkommen in Y2, in Periode 2, also so hoch ist es. Ja, das heißt, wir haben Einkommen in Periode 1 in dieser Höhe hier und wir haben Einkommen in Periode 2 in dieser Höhe hier. Ja, das Erste, was ich jetzt nochmal hier einzeichnen möchte, wäre zum Beispiel jetzt mal Fall 1. Ja, bei Fall 1 hatten wir ja gesagt, dass so viel wie möglich in Periode 2 eben konsumiert werden soll. Und Fall 1 wäre hier eben dann. Ja. Fall 1 war ja folgendermaßen gestrickt, nämlich in Periode 1 hatten wir gar nichts konsumiert, sondern das gesamte Einkommen aus Periode 1 eben angelegt und in Periode 2 eben dann alles, was wir noch hatten, verkonsumiert. Ja, das heißt, hier wäre unser Fall 1. Das heißt, es findet in Periode 1 hier null Konsum statt. Und in Periode 2 eben Konsum in dieser Höhe hier oben. Ja, das war Fall 1. Fall 2 war das Umgekehrte. Da wollten wir ja möglichst viel in Periode 1 konsumieren. Ja, und da hatten wir ja den Fall, dass wir den maximalen Konsum in Periode 1 hier dann realisiert haben und 0 in Periode 2, also 0 Konsum in Periode 2. Das heißt, hier wäre unser Fall 2 eben dann gewesen. Und der Fall 3,
da war es ja so, dass der Konsum jetzt eben auf beide Perioden aufgeteilt wird. Das heißt, in Fall 3 wären wir irgendwo hier dazwischen. Ja, irgendwo. Ja, und dazu, um Fall 3 jetzt nochmal zu verdeutlichen, zeichnen wir hier nochmal den Punkt M ein. Und wenn wir jetzt diesen Punkt M realisieren, oder ich erkläre es besser nochmal anders. Wenn wir Punkt A realisieren, ja, Fall 1 und Fall 2, das hatten wir ja. Und wenn wir jetzt Punkt A realisieren, dann wäre es so, dass wir in Punkt A in Periode 1 genauso viel verkonsumieren, wie wir auch an Einkommen haben in Periode 1. Das heißt, in Punkt A würden wir das gesamte Einkommen in Periode 1 auch verkonsumieren. Und entsprechend in Periode 2 würden wir das gesamte Einkommen von Periode 2 dann verkonsumieren. Ja, das heißt, es wird weder ein Kredit aufgenommen, noch wird irgendwas gespart, sondern es wird genau das Einkommen in der Periode, in der wir es eben bekommen, wird es direkt verkonsumiert. Das wäre jetzt eben Punkt A. Ja? Und jetzt nehmen wir mal hier an, dass wir bei Punkt M sind. Wenn wir bei Punkt M sind und hier mal runtergehen und zunächst mal hier unten Periode 1 betrachten, ja, dann ist es ja so, dass wir ein Einkommen in Höhe von Y1 hier haben. Und wenn wir jetzt bei Punkt M sind, dann würden wir in Punkt M ja hier diesen Konsum hier haben. Ja, also C1,0 nenne ich den mal. Das bedeutet, in Periode 1, wenn wir Punkt M realisieren, wäre der Konsum niedriger als unser Einkommen hier oben. Ja, was bedeutet, dass wir eine Ersparnis in dieser Höhe hätten. Ja, also das wäre hier jetzt S1. Ja, die Ersparnis, die wir haben, weil wir in Periode 1, wenn wir Punkt M hier realisieren, weniger verkonsumieren, wie das wir hier an Einkommen haben. Ja, und diese Ersparnis verzinst sich dann eben in Periode 2 bis in Periode 2 um ein Jahr. Ja, das heißt, in Periode 2, wenn wir hier nach links gehen, dann hätten wir in Periode 2 hier diesen Konsum, nämlich wir hätten hier Y2 zunächst mal, das Einkommen, plus jetzt noch diese Strecke hier, ja, also das wäre jetzt C2, plus diese Strecke eben hier, und das wäre jetzt eben das verzinste Einkommen, also S1 mal Q, das verzinste Einkommen aus Periode 1, was wir hier auch noch haben. Und wenn wir uns jetzt die Frage stellen, ja, wo liegt denn jetzt eigentlich unser Nutzenmaximum, dann können wir das bestimmen, genauso wie wir es vorhin schon gemacht haben, im letzten Kapitel, nämlich das Nutzenmaximum wird jetzt da sein, wo die Budgetgerade, ja, also diese intertemporale Bilanzgerade hier, von der höchstmöglichen Indifferenzkurve gerade noch tangiert wird. Ja? Also in unserem Beispiel wäre das Nutzenmaximum hier im Punkt M. Warum Punkt M und nicht Punkt A? Ganz einfach, weil Punkt A jetzt hier auf einer niedrigeren Indifferenzkurve liegt als Punkt M. Ja, das heißt, Punkt A würde dem Haushalt einen geringeren Nutzen stiften als Punkt M. Und das macht ja auch Sinn. Ja. Wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, wenn Sie mal hier runtergehen, hier unten, Fall 2, das wäre ja auf einer noch tieferen Indifferenzkurve hier. Ja. Fall 2 würde ja bedeuten, Sie verbraten alles, Sie verkonsumieren alles in Periode 1 und haben nichts mehr in Periode 2 hier übrig. Ja. Und dass das natürlich den meisten Haushalten oder diesem Haushalt jetzt hier mit dieser Präferenzstruktur viel weniger Nutzen stiftet insgesamt, wie wenn er seinen Konsum auf beide Perioden verteilt, das ist ja eigentlich obligatorisch. Ne? Sie wollen ja nicht nur dieses Jahr hier essen, sondern Sie wollen ja auch nächstes Jahr noch was essen. Ja, es bringt ja nichts, wenn Sie hier in diesem Jahr, keine Ahnung, 1000 Pizzen essen und im nächsten Jahr dann gar nichts, sondern es wäre ja vielleicht besser, irgendwo einen Punkt hier zu haben, nämlich dieses Jahr 500 Pizzen zu essen und nächstes Jahr auch nochmal 500 Pizzen. Ja, also das würde auf jeden Fall jetzt mir persönlich mehr Nutzen stiften. Ja, und genau so muss man das auch interpretieren. Ne? Also in diesem Fall, wie gesagt, wäre Punkt M das Nutzenmaximum. Und ich denke, ich schreibe jetzt hier auch nochmal einen Merksatz drunter. Ja, also merke,
Und zwar die nutzenmaximale Aufteilung des Konsums, ja, also die nutzenmaximale Aufteilung des Konsums auf die Perioden T gleich 1 und T gleich 2 wird dort erzielt, ja, also die nutzenmaximale Aufteilung des Konsums auf die Perioden T1 und T2 wird dort erzielt, wo die Budgetgerade die höchstmögliche Indifferenzkurve gerade noch tangiert. Ja, also wo die Budgetgerade, ja, oder beziehungsweise also hier intertemporale Bilanzgerade sozusagen. Intertemporale Bilanzgerade, ja, der Nutzen, maximale Nutzen wird dort erzielt, wo die Budgetgerade die höchstmögliche Indifferenzkurve gerade noch tangiert, ja, also die höchstmögliche in Anführungsstrichen. Indifferenzkurve gerade noch tangiert. Ja, also hier schreibe ich nochmal dazu. Hier wäre das Punkt M. Okay, und das wäre auch jetzt erstmal alles dazu, und ja, es gibt jetzt hier noch zwei Klausuraufgaben und die werden wir jetzt auch noch gerade zusammen besprechen. Die erste Aufgabe, die es hierzu gibt, ist aus dem Sommersemester 2010, die Aufgabe 4. Ich lese den Text einfach mal vor. Und zwar: Betrachtet wird ein Zeitraum, der sich über zwei Perioden, also t gleich 1 und t gleich 2, erstreckt. Ein Haushalt erzielt in beiden Perioden Einkommen, nämlich y1 und y2, das ihm zum Konsumzwecken zur Verfügung steht, ja, also c1 oder c2. Er kann außerdem in der ersten Periode zu einem Zinssatz i einen Teil von y1 als Ersparnis anlegen oder Kredite aufnehmen, die er aus seinem Einkommen y2 zurückzahlen muss. Welche Aussagen über die Konsummöglichkeiten des Haushaltes sind korrekt? Markieren Sie die richtigen Aussagen. Das ist eine X aus N Aufgabe, wie wir hier sehen. Das heißt, mehrere Antworten können hier richtig sein. In Aussage A wird jetzt hier behauptet, wenn der Haushalt in der ersten Periode C1 größer Y1 konsumiert, steht ihm in der zweiten Periode nur C2 kleiner Y2 zur Verfügung. Was bedeutet das jetzt? Also in der ersten Periode haben wir hier jetzt C1 ist größer Y1. Ja, das bedeutet, er konsumiert in der Periode 1 mehr, als er an Einkommen generiert in der ersten Periode. Das heißt, der Konsum ist höher als das Einkommen in der ersten Periode. Und wenn das so ist, dann bedeutet das, dass er eben einen Kredit aufnehmen muss. Und folglich wäre das dann so, dass in C2 dann natürlich dann weniger zur Verfügung steht zum Konsum als das Einkommen in Periode 2, weil er einen Teil des Einkommens in Periode 2 jetzt eben noch dazu nutzen muss, um den Kredit, den er in Periode 1 aufgenommen hat, noch zurückzubezahlen. Ja, das heißt, die Aussage, so wie sie hier steht, ist korrekt. Ja, das heißt, Aussage A wäre korrekt. Ich schreibe das jetzt hier nochmal dazu, nämlich, dass wir das noch ein bisschen zusammen haben. Sommersemester 2010, Aufgabe 4. Und die Antwort A wäre hier dann schon mal richtig.
Ja, dann schauen wir uns die Aussage B an. Und in der Aussage B wird jetzt behauptet, der größtmögliche Konsum in der zweiten Periode beträgt C2 ist gleich Y2 plus Y1 geteilt durch 1 plus I. Diese Aussage ist falsch, das hatten wir ja schon besprochen gerade eben. Nämlich hier müsste stehen, statt Y1 durch 1 plus I, müsste hier stehen Y1 mal 1 plus I. Ja? Das heißt, die Aussage ist falsch. Ja, weil es müsste heißen, also schreibe ich jetzt nochmal in Klammer, es müsste heißen, C2 max, also der größtmögliche Konsum in Periode 2, das ist ja Y2 plus das verzinste, die verzinste Ersparnis aus Periode 1, also das verzinste Einkommen aus Periode 1, das heißt plus 1 plus i mal y1. Das wäre hier richtig. Ja, das steht aber so nicht da, sondern hier steht ja jetzt in der Antwortmöglichkeit eben y1 geteilt durch 1 plus i. Und deswegen wäre b jetzt hier falsch. Dann Antwortmöglichkeit c. Da steht jetzt, der größtmögliche Konsum in der ersten Periode beträgt C1 ist gleich Y1 plus Y2 geteilt durch 1 plus I. Diese Aussage ist korrekt. Das war ja unser Fall 2, den wir besprochen hatten, nämlich der größtmögliche Konsum in Periode 1 ist das Einkommen aus Periode 1 plus dann noch das abgezinste Einkommen aus Periode 2. Ja, das war korrekt. Das heißt, Aussage C wäre jetzt hier wieder korrekt. Also C ist richtig. Gut, dann Antwortmöglichkeit D. Da steht jetzt hier, wenn der Haushalt in der ersten Periode C1 kleiner Y1 konsumiert und den Rest von Y1 als Ersparnis anlegt, kann er in der zweiten Periode maximal C2 ist gleich 1 plus I mal Y1 minus C konsumieren. Diese Aussage ist falsch, weil hier in dieser Gleichung hier jetzt nicht das Einkommen aus Periode 2 mit berücksichtigt ist. Ja? Also das hier ist schon mal richtig, dass sich die Ersparnis eben verzinst und dann in Periode 2 zu Konsum zur Verfügung steht. Aber was hier jetzt noch dazukommen müsste, wäre eben noch das Einkommen Y2, was er ja auch noch verkonsumieren kann dann. Ja? Das heißt, die Aussage D wäre hier falsch. Ja, und richtig wäre, also beziehungsweise es müsste heißen, C2 ist gleich jetzt 1 plus I mal Y1 minus C1. Ja, also die verzinste Ersparnis hat er zunächst mal noch zum Konsum zur Verfügung in Periode 2 plus dann noch das Einkommen, was er in Periode 2 bekommt. Ja, und dieses Einkommen hier, das fehlt jetzt hier in der Antwortmöglichkeit und deswegen ist die falsch. Ja, hier hatten wir ja in der Antwortmöglichkeit nur das verzinste Einkommen eben aus, also die verzinste Ersparnis, hier stehen, was zum Konsum hier zur Verfügung stehen soll, und entsprechend wurde hier eben das Einkommen Y2 noch vergessen und deswegen ist die Aussage, wie gesagt, falsch. Ja? Und Aussage E, ja, keine der Aussagen A bis D ist richtig, das ist natürlich dann auch falsch, sodass hier dann in dem Fall die Aussagen A und C anzukreuzen wären. Die zweite Aufgabe, die es jetzt hierzu noch gab, ist aus dem Sommersemester 2013, die Aufgabe 7. Ich lese wie gewohnt einmal vor, und zwar betrachtet wird das Konsumverhalten eines Haushaltes über zwei Perioden. In der ersten Periode erzielt der Haushalt ein Einkommen in Höhe von 2.000 Euro, in der zweiten Periode ein Einkommen in Höhe von 1.800 Euro.
Darüber hinaus kann der Haushalt zu einem Zinssatz in Höhe von 5% sowohl Ersparnisse anlegen als auch Kredite aufnehmen. Es wird unterstellt, dass der Haushalt in den beiden Perioden insgesamt genau sein gesamtes Einkommen ausgibt. Kredite, die in der ersten Periode aufgenommen werden, müssen in der zweiten Periode zurückgezahlt werden. Und Ersparnisse, die in der ersten Periode angelegt werden, müssen in der zweiten Periode aufgelöst werden. So, und jetzt haben wir Aufgabenteil A hier. Wenn der Haushalt sich entscheidet, in der ersten Periode einen Konsum in Höhe von 1.900 Euro zu genießen, wie groß sind dann seine Konsummöglichkeiten in der zweiten Periode? Markieren Sie das richtige Ergebnis auf dem Lösungsbogen. Gut, das Erste, was wir hier jetzt immer machen sollten, ist zunächst mal aus dem Text zusammenzufassen, was wir eigentlich gegeben haben. Ja? Wir haben jetzt hier Folgendes gegeben, nämlich wir haben in Periode 1 ein Einkommen in Höhe von 2.000 Euro. Ja, das heißt, ich schreibe jetzt hier oben nochmal hin, wo wir sind, nämlich wir sind bei Sommersemester 2013, die Aufgabe 7. Ja, und gegeben haben wir jetzt Folgendes, nämlich wir haben gegeben, ein Einkommen in Höhe von 2.000 Euro in Periode 1. Das heißt, Y1 ist gleich 2.000 Euro. In der zweiten Periode haben wir hier ein Einkommen von 1.800 Euro. Das heißt, Y2 ist gleich 1.800 Euro. Dann ist der Zinssatz hier 5%. Ja, das heißt, I ist gleich 0,05. Beziehungsweise Q, der Zinsfaktor, wäre dann 1,05. Und das sind so mal jetzt die Basisdaten. In Aufgabenteil A, da steht jetzt hier, der Haushalt entscheidet sich in der ersten Periode, einen Konsum in Höhe von 1.900 Euro zu genießen. Das heißt, in Aufgabenteil A haben wir die Bedingung, C1 ist jetzt hier 1.900 Euro. Ja? Und die Frage ist jetzt, wie viel kann er in Periode 2 noch verkonsumieren? Also wie viel stehen ihm in Periode 2 noch zur Verfügung, wenn er in Periode 1 1.900 Euro verkonsumiert? Ja? Das bedeutet, wir haben hier jetzt wieder unseren Fall 3 sozusagen. Fall 3 war ja, wenn der Konsum über beide Perioden verteilt wird, ja, und entsprechend wäre dann eben C2 folgendes, nämlich, wenn Sie sich erinnern, C2 ist Y2 plus, also in C2 haben wir dann entsprechend eben das Einkommen noch aus Periode 2 zum Konsum zur Verfügung, plus die verzinste Ersparnis aus Periode 1. Also Q mal Y1 minus C1, das wäre jetzt das, was wir zu berechnen hätten. Ja? Also zunächst mal schauen wir uns an, wie viel spart er denn überhaupt in Periode 1? Wie viel kann er da ansparen? Ja, wenn er jetzt in Periode 1 ein Einkommen von 2.000 Euro hat und davon 1.900 Euro verkonsumiert, dann hat er zunächst mal eine Ersparnis von 100 Euro. Ja, das bedeutet, die Ersparnis in T1, also in Periode 1, ja, also S1 nennt man das ja, S1 ist jetzt gleich eben das Einkommen aus Periode 1 minus das, was ich verkonsumiere. Ja, also im Prinzip dann 2.000 Euro minus 1.900 Euro und das ergibt dann eben 100 Euro, die da noch übrig bleiben. Ja, und diese 100 Euro, wie gesagt, die werden jetzt nochmal verzinst um ein Jahr bis in Periode 2. Ja, und das ist genau das, was dann hier passiert. Ja, und wenn wir das Ganze ausrechnen,
Ja, nämlich die Konsummöglichkeit in Periode 2, dann ergibt sich da Folgendes. Nämlich zunächst mal haben wir ja das Einkommen noch aus Periode 2, die 1800. Das heißt, das haben wir zum Konsum zunächst mal zur Verfügung in Periode 2. Plus jetzt eben die verzinste Ersparnis eben. Ja, also plus Q, also 1,05 mal, und jetzt die Ersparnis, die war ja 100 Euro. Ja, beziehungsweise wenn ich jetzt hier nochmal das ausführlich mache, dann steht ja in der Klammer eben dann wieder 2000 Euro minus 1900 Euro, die ich ja verkonsumiere. Und ja, vereinfacht ergibt sich dann hier dann 1,05 mal 100 Euro. Ja, und wenn wir das zusammenrechnen, dann kommt hier dann raus 1800 Euro plus, und dann 100 mal 1,05, das gibt 105 Euro, sodass wir hier erhalten insgesamt, also 1800 plus 105, das gibt dann 1905 Euro, die in Periode 2 eben dann noch zur Verfügung stehen für den Konsum. Und wenn wir jetzt mal angucken, mal auf das Blatt gucken, dann sehen wir hier bei Aussage D 1905 steht da, und entsprechend wäre hier Antwort D dann richtig im Aufgabenteil A. So, dann kommen wir zu Aufgabenteil B, und im Aufgabenteil B steht jetzt: Wenn der Haushalt sich entscheidet, in der ersten Periode einen Konsum in Höhe von 2500 Euro zu genießen, wie groß sind dann seine Konsummöglichkeiten in der zweiten Periode? Markieren Sie das richtige Ergebnis auf dem Lösungsbogen. Gut, das heißt, wir haben jetzt hier in Aufgabenteil B im Prinzip genau dasselbe wie in Aufgabenteil A, nur dass er eben jetzt nicht 1900 konsumiert in der ersten Periode, sondern eben 2500 Euro. Ja. Das bedeutet, bei B hätten wir einen Konsum in Periode 1 von 2500 Euro. Und die Frage ist jetzt, wie groß ist unsere Konsummöglichkeit dann noch in Periode 2? Die Formel, die wir hierfür brauchen, ist jetzt genau dieselbe wie im Aufgabenteil A. Nämlich, das wäre jetzt wieder der Fall 3, den wir ja besprochen hatten, nämlich der Konsum wird ja aufgeteilt in zwei Perioden. Ja, er konsumiert in Periode 1 etwas und er konsumiert in Periode 2 jetzt was. Ja, das heißt, die Konsummöglichkeit in Periode 2 ist entsprechend dann wieder Y2 plus Q mal Y1 minus C1. Ja. Y1, das schreibe ich jetzt nochmal hin, das war ja hier 2000 Euro, und Y2 war jetzt hier 1800 Euro. Ja, und der Zinssatz, wie gesagt, ist 5%, beziehungsweise der Zinsfaktor Q ist dann 1,05. Ja. Der wesentliche Unterschied, den wir jetzt hier haben zu Fall 1, ist jetzt der folgende. Nämlich in Fall 1 hatten wir ja einen Konsum in Periode 1 von 1900 Euro. Ja, das heißt, wir haben 100 Euro gespart. Und hier ist es jetzt so im Aufgabenteil B, dass der Konsum jetzt 2500 Euro ist. Das heißt, der Konsum ist höher als das Einkommen. Ja, in Periode 1. Das heißt, wir werden jetzt in diesem Fall nichts sparen, sondern wir müssen einen Kredit aufnehmen. Ja, aber die Formel bleibt in dem Fall dieselbe. Ja, und entsprechend müssen wir dann einfach nur wieder einsetzen, nämlich, ich habe hier 18.000 geschrieben, zunächst mal Y2, das war 1.800 Euro, und dann plus Q, also 1,05 mal, und jetzt Y1 minus C1. Ja, also 2000 Euro minus 2500 Euro. Ja, und wenn wir das ausrechnen, dann haben wir hier stehen 1800 plus 1,05 mal, und jetzt eben die Klammer ausgerechnet, ergibt dann minus 500 Euro.
Ja, weil wir jetzt eben 500 Euro mehr verkonsumiert haben, wie dass wir Einkommen haben in Periode 1. Ja, sodass sich in Periode 1 eine Schuld von 500 Euro ergibt, ja, die wir natürlich dann nochmal verzinsen müssen. Ja, also wir müssen ja Zinsen darauf zahlen. Und entsprechend hätten wir dann Folgendes, nämlich 1.800 plus und jetzt 1,05 mal minus 500 ergibt dann minus 525. Ja, das heißt, von dem Einkommen Periode 2 müssen wir noch 525 Euro eben zurückbezahlen für den Kredit, den wir aufgenommen haben. Und dafür verbleibt dann noch im Endeffekt 1.275 Euro übrig für den Konsum. Ja, also C2 wäre jetzt in dem Fall 1.275 Euro. Ja, ich schreibe jetzt nochmal in Klammer, ja, da in T1 500 Euro als Kredit aufgenommen werden. Ja, müssen in T2, also in Periode 2, 500 Euro eben dann verzinst noch mit 5%, also müssen dann in Periode 2 500 Euro mal 1,05 und das ist gleich eben 525 Euro zurückgezahlt werden. Ja. Ja, und entsprechend bleiben für den Konsum, ja, also für den Konsum in Periode 2, also für den Konsum in T2, bleiben also, und zwar Y2 minus 525 Euro für den Konsum übrig. Ja, also sprich 1.800 Euro, ja, das war ja Y2, minus 525 Euro, die wir ja zurückzahlen müssen, bleiben dann übrig und das ist dann gleich eben 1.275. Bleiben dann übrig. Ja, so ist dann diese Aufgabe zu lösen. Dann schauen wir jetzt nochmal auf die Antwortmöglichkeiten. Gut, und wir sehen hier, dass hier 1.275 gegeben ist und entsprechend wäre dann Antwort A hier richtig in Aufgabenteil B. So, dann gibt es jetzt hier noch eine Aufgabe, eine letzte hierzu. Und zwar aus dem Sommersemester 2018, die Aufgabe 7. Ich lese jetzt hier wieder vor, nämlich betrachtet wird ein Zeitraum, der sich über zwei Perioden t gleich 1 und t gleich 2 erstreckt. Ein Haushalt erzielt in beiden Perioden Einkommen, Y1 und Y2, das ihm zu Konsumzwecken zur Verfügung steht, ja, also C1 und C2. Er kann außerdem in der ersten Periode zu einem Zinssatz I einen Teil von Y1 als Ersparnis anlegen oder Kredite aufnehmen, die er aus seinem Einkommen Y2 zurückzahlen muss. Welche der Aussagen über die Konsummöglichkeiten des Haushaltes sind korrekt? Markieren Sie die richtige Aussage auf dem Lösungsbogen. Ja, das ist hier eine 1 aus N Aufgabe und das bedeutet, eine Antwort wird richtig sein. Ja, in Aussage A wird jetzt hier behauptet, wenn der Haushalt in der ersten Periode C1 größer Y1 konsumiert, kann er in der zweiten Periode maximal C2 ist gleich jetzt 1 plus I mal Y1 minus C1 konsumieren. Diese Aussage ist falsch. Gerade eben in der letzten Aufgabe hatten wir ja den Fall, nämlich, es müsste folgendermaßen heißen, ich schreibe das jetzt hier nochmal
nochmal hin, Sommersemester 2018 sind wir bei Aufgabe 7. Ja, in Aussage A die sitzt in dem Fall falsch. Ja, Aussage A ist falsch. Ja, nämlich es müsste heißen, wenn er in der ersten Periode C1 größer Y1 konsumiert, kann er in der zweiten Periode maximal, und zwar das hier, plus noch Y2 konsumieren. Ja, also er kann C2 ist gleich 1 plus I mal Y1 minus C1 plus Y2 kann er noch konsumieren. Ja? Und hier haben wir jetzt ja den Sonderfall, dass, oder was heißt Sonderfall? Wir haben den Fall genauso wie hier oben. Ja, nämlich, dass er in der Periode 1 eben mehr konsumiert, als er Einkommen hat. Das heißt, dieses ganze Ding hier, ja, also dieses ganze Ding wird negativ. Ja? Und dementsprechend müsste er das hier aufwenden, um die Schulden zurückbezahlen, und dann hat er eben noch das Einkommen Y2. Und das, was eben jetzt hier rauskommt, ja, aus dieser Summe, das könnte er in C2 noch konsumieren. Ja, und in der Aussage steht ja jetzt hier nur der erste Teil. Ja, also da steht jetzt ja hier nur 1 plus i mal Y1 minus C1. Ja, und das ist deswegen falsch, weil ihr eben das Y2, das Einkommen in Periode 2, eben nicht mit aufgeführt wurde. Dann gehen wir zur Aufgabe bzw. zur Antwortmöglichkeit B. Und in Antwortmöglichkeit B heißt es jetzt hier, der größtmögliche Konsum in der zweiten Periode beträgt C2 max ist gleich C2 max ist gleich Y2 plus Y1 geteilt durch 1 plus i. Die Aussage ist auch falsch, nämlich C2 max wäre in dem Fall Y2 plus Y1 mal 1 plus i. Ja, das heißt, B ist falsch. Ja, es müsste heißen, C2 max ist gleich jetzt Y2 plus Y1 mal 1 plus i. Ja, und nicht Y1 geteilt durch 1 plus i. Ja, das hatten wir ja besprochen. Das war ja unser Fall 1, den wir besprochen hatten, gleich am Anfang. Ja. Gut, dann Antwortmöglichkeit C. Da steht jetzt, der größtmögliche Konsum in der ersten Periode beträgt Y1 plus Y2 geteilt durch 1 plus i. Ja, das heißt, der maximale Konsum in der ersten Periode wäre das Einkommen der ersten Periode plus das abgezinste Einkommen der zweiten Periode. Und das ist richtig. Ja, also C wäre hier richtig. Und Aussage D, da steht jetzt hier, keine der Aussagen ist richtig, keine der Aussagen A bis C ist richtig. Und entsprechend wäre D jetzt hier natürlich dann auch wieder falsch. Ja, also D ist falsch. Ja, das heißt, bei dieser Aufgabe hier wäre Antwort C dann in dem Fall anzukreuzen. So, wir sind nun angekommen bei Kapitel 4. Ja, das heißt, alles zu den Haushalten hatten wir jetzt soweit besprochen. Und Kapitel 4 wird jetzt sein Produktion und Güterangebot der Unternehmen. Ja, also da werden jetzt die Unternehmen betrachtet.
Ja, Produktion und Güterangebot. Der Unternehmen. Ja, nächstes großes Kapitel eben. Und wir beginnen mit dem Thema Produktionsprozesse. Ja, vielleicht nochmal eine kurze Anmerkung eben, oder beziehungsweise eine Wiederholung. Haushalte betreiben ja Nutzenmaximierung, das hatten wir ja schon gesagt, und Unternehmen, worum es jetzt in diesem Kapitel eben geht, die betreiben Gewinnmaximierung. Ja. Und wir beginnen jetzt mit dem Punkt Produktionsprozesse und wollen zunächst mal definieren, was eine Produktionsfunktion ist. Nämlich eine Produktionsfunktion ja, und die schreibt man jetzt als x, also die Produktionsfunktion x ist gleich f von und jetzt v1, v2, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen bis vn. Ja. Eine Produktionsfunktion beschreibt den Zusammenhang, ja, eine Produktionsfunktion beschreibt den Zusammenhang zwischen der Outputmenge x ja, eine Produktionsfunktion beschreibt den Zusammenhang zwischen der Outputmenge x und den dafür notwendigen Produktionsfaktoren. Ja, und den dafür notwendigen Produktionsfaktoren. Und die Produktionsfaktoren sind jetzt eben diese V1, V2 und so weiter. Also eine Produktionsfunktion beschreibt den Zusammenhang zwischen der Outputmenge x und den dafür notwendigen Produktionsfaktoren V1, V2, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen bis Vn. Ja? Das heißt, man muss sich das jetzt so vorstellen. Wir haben hier beispielsweise eine Fabrik. Und wir produzieren, keine Ahnung, irgendwas, ist egal was. Und wir stecken jetzt hier Produktionsfaktoren rein. Ja, im Folgenden wird das so sein, dass wir in der Regel eben jetzt hier zwei Produktionsfaktoren haben, nämlich Arbeit. Ja, und Arbeit wird jetzt hier als V1 bezeichnet. Und der andere Produktionsfaktor ist Kapital und das Kapital wird jetzt als Produktionsfaktor V2 bezeichnet. Ja. Und das soll jetzt bedeuten, dass wir eben eine gewisse Menge Arbeit und eine gewisse Menge Kapital reinstecken in diesen Produktionsprozess und am Ende das Gut X ja, da rauskriegen. Ja. Beispielsweise wir produzieren Autoreifen, ja, stecken da Arbeit rein, stecken Kapital rein, also Rohstoffe und kriegen dann als Gut X das Endprodukt sozusagen raus. Ja, also hier die Produktionsfaktoren, was man jetzt hier reinsteckt, nennt man eben jetzt hier auch als Input. Ja, das heißt, es wird ein bestimmter Input hier reingesteckt. Und hier in dieser Fabrik oder Blackbox, wie man es auch nennen möchte, da findet jetzt der Produktionsprozess statt. Und als Output erhalten wir das Gut X, ja, also als Endprodukt sozusagen. Ja, das Gut X, das bezeichnen wir dann als Output. Und hier ist es jetzt so, dass in dieser Fabrik jetzt beispielsweise nicht nur ein
Endprodukt produziert werden kann, sondern in der Realität ist es ja so, dass eine Fabrik durchaus mehrere Endprodukte produziert. Ja, also zum Beispiel mehrere Sorten von Autoreifen. Und wenn wir jetzt mehrere Produkte haben, dann wird dieses X um den Index J erweitert. Ja, das heißt dann sozusagen XJ. Ja, wenn Sie sowas sehen, also XJ bezeichnet sozusagen dann die Outputmenge des Produktes J. Ja, also XJ ist die Outputmenge des Produktes J. Ja, also J ist sozusagen der Produktindex. Was auch auftreten kann, ist eben V1J. Ja, wenn Sie sowas sehen, dann wäre das entsprechend die Einsatzmenge des Produktionsfaktors Arbeit zur Produktion einer Einheit des Produktes J. Ja, also V1 war ja Arbeit. Und wenn jetzt hier V1J steht, dann bedeutet das, dass das die Einsatzmenge des Produktionsfaktors Arbeit zur Produktion einer Einheit des Produktes J ist. Ja, also V1J ist die Einsatzmenge des Produktionsfaktors Arbeit zur Produktion oder zur Herstellung einer Einheit des Produktes J. Ja, also lassen Sie sich durch diese Indizes hier nicht verwirren. Und V2J wäre entsprechend dann die Einsatzmenge des Produktionsfaktors Kapital zur Produktion einer Einheit des Produktes J. Ja, das schreibe ich jetzt auch nochmal hin. Also das wäre dann die Einsatzmenge des Produktionsfaktors Kapital zur Produktion einer Einheit des Produktes J. Und bei Produktionsfunktionen, da ist es jetzt so, dass unterschieden wird in sogenannte limitationale und substitutionale Produktionsfunktionen. Ja, wir beginnen jetzt zunächst mal mit der limitationalen Produktionsfunktion. Ja, also limitationale Produktionsfunktion. Ja, und eine limitationale Produktionsfunktion ist dadurch gekennzeichnet, dass das Einsatzverhältnis der Produktionsfaktoren nicht veränderbar ist. Ja, also zur limitationalen Produktionsfunktion schreiben wir, das Einsatzverhältnis der Produktionsfaktoren ist nicht veränderbar. Ja, das ist das Kennzeichen einer limitationalen Produktionsfunktion. Grafisch bildet man die wie folgt ab. Wir haben jetzt hier mal ein Koordinatensystem. Auf dieser Achse hier haben wir V1, also die Menge an Arbeit, die wir reinstecken. Ja, also V1 schreibe ich nochmal hin, Arbeit. Und auf dieser Achse haben wir hier V2, also das Kapital, das soll heißen die Menge an Kapital, die wir reinstecken. Ja, und als Beispiel für die limitationale Produktionsfunktion können wir mal eben eine Produktion von Fahrrädern uns vorstellen. Ja, stellen Sie sich einfach mal vor, zur Produktion eines Fahrrads werden genau ein Montagesatz, also die Bauteile
und 2 Stunden Arbeit benötigt. Ja, also wenn wir jetzt hier mal 2 Stunden Arbeit reinstecken und ein Montagesatz, dann sind wir hier. Ja, und die limitationale Produktionsfunktion verläuft jetzt eben so. Ja, das bedeutet, wenn ich ein Fahrrad produzieren möchte, brauche ich dafür eben 2 Stunden Arbeit und ein Montagesatz. Ja, und hier ist es jetzt so, dass wenn ich einen Produktionsfaktor erhöhe beispielsweise, also wenn ich jetzt hier mehr Arbeit reinstecke, ja, zum Beispiel hier so viel Arbeit, ja, also bei, sagen wir mal, 6 Stunden Arbeit, dann lässt sich die Produktionsmenge dadurch eben nicht erhöhen. Ja. Wenn ich nur einen Montagesatz hier habe und jetzt hier 6 Stunden Arbeit reinstecke, dann habe ich immer noch ein Fahrrad und kann eben nicht mehr Fahrräder produzieren, nur weil ich mehr Arbeit reinstecke. Und genauso ist es hier, wenn ich mehr Kapital reinstecke, genauso. Ja, wenn ich jetzt nur 2 Stunden Arbeit zur Verfügung habe und ich die 2 Stunden Arbeit brauche, um ein Fahrrad zu produzieren, ja, dann bringt es mir nichts, wenn ich jetzt hier oben bin, ja, und beispielsweise 6 Montagesätze habe, aber nur 2 Stunden Arbeit. Ja, dadurch werde ich eben auch meine Produktionsmenge dann nicht erhöhen können. Ja, das heißt, wenn ich meine Produktionsmenge erhöhen möchte, also wenn ich beispielsweise jetzt hier 2 Fahrräder produzieren möchte, brauche ich zunächst mal 2 Stunden mehr Arbeit, ja, also insgesamt dann eben 4 Stunden Arbeit und noch einen Montagesatz mehr, also 2 Montagesätze. Wenn wir jetzt gucken, wo sich die Punkte treffen, dann sind wir dann eben hier, ja, und das wäre dann eben, wären dann 2 Fahrräder, ja, also wenn ich 4 Stunden Arbeit reinstecke und 2 Montagesätze habe, dann könnte ich eben 2 Fahrräder produzieren, ja, und so weiter. Ja. Aber wenn ich jetzt hier, wie gesagt, nur einen Faktor, einen Produktionsfaktor verändere, dann lässt sich dadurch die Outputmenge eben nicht erhöhen. Ja. Und das ist genau das Kennzeichen einer limitationalen Produktionsfunktion, nämlich, dass das Einsatzverhältnis der Produktionsfaktoren fest ist, konstant ist und nicht veränderbar ist. Ja, und dementsprechend hätte ich hier ein Einsatzverhältnis von 2 zu 1. Ja, also 2 Stunden Arbeit und einen Montagesatz bräuchte ich hier, ja, um ein Fahrrad zu produzieren. Ja, egal wie viel ich produziere. Ja, das Einsatzverhältnis bleibt immer gleich. Ja. So, neben der limitationalen Produktionsfunktionen gibt es jetzt, wie schon angedeutet, ist noch die sogenannte substitutionale Produktionsfunktion. Substitutionale Produktionsfunktion. Und bei der substitutionalen Produktionsfunktion ist es jetzt so, dass die Produktionsfaktoren eben nicht ein festes Einsatzverhältnis aufweisen müssen wie hier oben, sondern dass die Produktionsfaktoren eben bis zu einem gewissen Grad gegenseitig austauschbar sind. Ja, also Kennzeichen einer substitutionalen Produktionsfunktion ist, die Produktionsfaktoren sind bis zu einem gewissen Grad gegenseitig austauschbar. Ja, also die Produktionsfaktoren, das schreiben wir jetzt auch nochmal hin, die Produktionsfaktoren sind bis zu einem gewissen Grad gegenseitig austauschbar. Ja, stellen Sie sich mal vor, Sie wollen zum Beispiel eine Baugrube ausheben. Und das können Sie jetzt auf verschiedene Arten machen. Nämlich Sie können eine Baugrube beispielsweise mit 20 Arbeitern und mit 20 Schaufeln ausheben. Also 20 Arbeiter mit 20 Schaufeln können das machen.
Oder Sie können auch hingehen und sagen, ja, Sie nehmen nur einen Arbeiter und nehmen einen Bagger, ja, und heben dadurch die Baugrube aus. Bedeutet, die Produktionsfaktoren sind eben bis zu einem gewissen Grad gegenseitig austauschbar, aber eben nur zu einem gewissen Grad. Ja. Sie sind nicht komplett austauschbar. Ja, weil wenn Sie jetzt sich vorstellen, wenn Sie jetzt nur 20 Schaufeln haben und kein Arbeiter, dann wird das nicht funktionieren mit dem Ausgraben. Genauso wird es nicht funktionieren, wenn Sie keinen Arbeiter haben und nur einen Bagger da stehen haben. Ja, aber es muss ja jemand den Bagger bedienen. Ja, das bedeutet, eben die Produktionsfaktoren sind bis zu einem gewissen Grad nur austauschbar, aber nicht komplett. Das Ganze kann man jetzt auch, wie wir es oben für die limitationale Produktionsfunktion gemacht haben, jetzt hier auch wieder visualisieren. Und wichtig hierzu zu sagen ist jetzt, das was jetzt kommt, ist keine Produktionsfunktion, sondern das was jetzt kommt, nennt man Isoquante. Ja, hier haben wir jetzt wieder V1 und V2. Und bei einem substitutionalen Produktionsprozess sieht das eben so aus. Ja, so eine Kurve ist das. Ja, und diese Kurve nennt man jetzt hier eben Isoquante. Ja, also Isoquante. Das ist das Pendant zur Indifferenzkurve, kann man sagen, bei den Haushalten. Ja, und bei den Unternehmen heißt es jetzt hier Isoquante. Und die Isoquante ist jetzt sozusagen die Abbildung aller Kombinationen von Arbeit und Kapital, mit denen die gleiche Outputmenge produziert werden kann. Ja, das heißt, diese Kurve repräsentiert eine bestimmte Outputmenge. Ja, beispielsweise unsere Baugrube. Ja, ich kann unsere Baugrube zum Beispiel mit dieser Faktorkombination hier ausheben, ja, mit der Faktorkombination B. Wenn wir uns mal hier die Faktorkombination B anschauen, dann sehen wir, dass wir hier relativ viel Arbeit hier haben, relativ viel Arbeit und relativ wenig Kapital. Ja, also wir setzen hier relativ viel Arbeit ein und relativ wenig Kapital. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel der Fall, wir setzen 20 Arbeiter ein mit 20 Schaufeln und heben die Baugrube aus. Ja, und das Ganze, haben wir ja gesagt, können wir auch machen, indem wir nur einen Arbeiter einsetzen und eben einen Bagger. Und das wäre dann vielleicht so hier der Fall. Ja, so ungefähr. Ja, wir setzen jetzt hier nur wenig Arbeit ein. Ja, also ein Arbeiter, aber relativ viel Kapital, ja, also ein Bagger hier beispielsweise. Ja, weil ein Bagger ist ja teurer wie 20 Schaufeln. Ja, das heißt, wenn wir einen Bagger nehmen, dann haben wir hier, arbeiten wir relativ kapitalintensiv, ja, im Gegensatz zu dem Fall hier unten, wo wir nur 20 Schaufeln hatten. Ja, da arbeiten wir relativ kapitalintensiv, aber nicht so arbeitsintensiv. Ja, also so muss man das quasi sehen. Also Isoquante ist sozusagen, ich schreibe jetzt nochmal in Klammer, die Abbildung aller Kombinationen von Arbeit, also von V1 und V2. Also Isoquante ist die Abbildung aller Kombinationen von Arbeit und Kapital, also ich schreibe jetzt hier V1 und V2, mit denen die gleiche Outputmenge produziert werden kann. Ja, also mit denen die gleiche Outputmenge X, nenne ich die jetzt einfach mal, ja, also das ist hier die Outputmenge X, produziert werden kann. Ja, ich habe das hier jetzt alles so ein bisschen zusammengekleistert. Ich hoffe, man kann es lesen. Ja, also das wäre hier dann sozusagen ein substitutionaler Produktionsprozess. Ja, und wie gesagt, diese Isoquante ist nicht gleich die Produktionsfunktion. Ja, darauf möchte ich nochmal hinweisen. Was ich hier
auch noch gleich festhalten möchte, sind zwei Kennzahlen. Und zwar gibt es jetzt hier einmal die Kennzahl eben V1 durch V2 und das nennt man Arbeitsintensität. Und V2 durch V1 wäre entsprechend dann die Kapitalintensität. Ja, das nochmal am Rande. Also die Intensitäten geben quasi die Verhältnisse an der Einsatzfaktoren. Ja? Gut. So, das nächste, was jetzt kommt, ein wichtiges Thema, das ist die sogenannte partielle Faktorvariation. Ja, und alles, was wir jetzt im Folgenden besprechen, eben zählt zur substitutionalen Produktionsfunktion. Ja, den limitationalen Fall hatte ich nur kurz mal angerissen, um die Gegenüberstellung eben zu haben. Aber alles, was wir jetzt hier besprechen, darauf möchte ich ausdrücklich nochmal hinweisen, zählt zu substitutionalen Produktionsfaktoren. Ja, partielle Faktorvariation wird das nächste sein, was wir jetzt besprechen. Und zwar, was ist das? Ja, partielle Faktorvariation. Das ist im Prinzip die Veränderung der Einsatzmenge eines Produktionsfaktors bei gleichbleibendem Einsatz des anderen Produktionsfaktors. Ja, das heißt, wir schauen uns an, was passiert mit der Outputmenge, also wie verhält sich oder verändert sich die Outputmenge, wenn ich einen Einsatzfaktor verändere bei gleichbleibendem Einsatz des anderen Produktionsfaktors. Ja, das ist im Prinzip das, was wir uns jetzt da anschauen werden. Ja, da gibt es jetzt hier zwei Möglichkeiten oder beziehungsweise vier Möglichkeiten. Wir besprechen jetzt allerdings nur zwei Möglichkeiten. Ja, das eine wird jetzt sein, dass der Arbeitseinsatz erhöht wird und der Kapitaleinsatz konstant bleibt. Ja, und dann schauen wir mal, was passiert mit der Outputmenge. Und der andere Fall wird sein, dass eben der Kapitaleinsatz erhöht wird und der Arbeitseinsatz gleich bleibt. Und auch da werden wir schauen, was passiert mit der Outputmenge. Ja, also links schreibe ich jetzt mal hier Erhöhung des Arbeitseinsatzes, also Erhöhung des Arbeitseinsatzes. Bei konstantem Kapitaleinsatz. Ja, da kommen jetzt gleich vier Diagramme hin. Und rechts wird jetzt hier kommen die Erhöhung des Kapitaleinsatzes. Bei konstantem Arbeitseinsatz. Ja, also Erhöhung des Arbeitseinsatzes hier links, also Arbeitseinsatz ist ja V1, Erhöhung des Arbeitseinsatzes bei konstantem Kapitaleinsatz. Kapitaleinsatz war ja V2. Und wenn der Kapitaleinsatz hier jetzt konstant sein soll, dann macht man hier über das V2 jetzt hier so einen Strich, ja, so einen Querstrich. Das bedeutet hier in dem Fall, soll der Kapitaleinsatz nicht verändert werden. Ja. Und hier bei der anderen Möglichkeit, nämlich Erhöhung des Kapitaleinsatzes, das wäre jetzt hier V2, der Kapitaleinsatz. Bei konstantem Arbeitseinsatz, da wäre dann eben bei V1 dieser
Querstrich da noch zu machen. Ja, so ein Querstrich da oben drüber bedeutet immer, dieser Faktor soll konstant bleiben. Und wenn kein Querstrich da ist, dann bedeutet das entsprechend, dieser Faktor soll verändert werden. In dem Fall jetzt eben erhöht werden. Also wir gucken uns einfach jetzt an, was passiert mit der Outputmenge, wenn wir einen Faktor eben erhöhen und den anderen konstant lassen. Ja. Gut. Also hier kommen jetzt wie gesagt dann vier Schaubilder hin. Ich mache jetzt hier mal hier oben zwei und dann unten gleich zwei. Ja, dann ist es so, dass es, dass hier oben die Isoquanten hinkommen werden. Ja, also hier oben werden die Isoquanten hinkommen. Und hier unten werden dann die Produktionsfunktionen hinkommen. So, wir fangen jetzt hier oben an mit der Isoquante. Und zwar zeichne ich die jetzt hier mal ein. Das ist jetzt hier eine Isoquante. Und die Isoquante war ja per Definition die Abbildung aller Kombinationen von Arbeit und Kapital, mit denen die gleiche Outputmenge produziert werden kann. Und die Outputmenge, die hier repräsentiert wird, nennen wir jetzt einfach mal x quer. Ja, so ist die auch im Skript und so möchte ich es auch eben dann einheitlich machen. Ja, und wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir uns hier befinden. Das heißt, wir produzieren diese Outputmenge x quer mit so viel Arbeit hier und mit so viel Kapital. Ja, also Kapital wäre jetzt hier an dieser Stelle V2. Und ich mache jetzt hier gleich wieder den Strich drüber, weil das Kapital soll ja hier jetzt nicht verändert werden. Ja, also hier schauen wir uns an, was passiert bei einer Erhöhung des Arbeitseinsatzes bei konstantem Kapitaleinsatz. Ja, also das heißt, der Kapitaleinsatz wird hier nicht verändert. Und der Arbeitseinsatz hier an diesem Punkt nenne ich jetzt mal V1 0. Das soll bedeuten, das ist der Arbeitseinsatz in der Situation 0. Ja. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, dass wir den Arbeitseinsatz jetzt erhöhen. Ja? Das heißt, das Kapital hier lassen wir konstant und erhöhen den Arbeitseinsatz. Beispielsweise gehen wir dann hier hin. Ja? Also Arbeitseinsatz erhöhen wir von V1,0 auf, und das nennen wir jetzt hier mal V1,1. Ja? Und wenn wir das tun, dann kommen wir hier auf eine höher gelegene Isoquante automatisch. Ja, also wenn wir den Arbeitseinsatz erhöhen, kommen wir auf eine höher gelegene Isoquante und haben entsprechend auch einen höheren Output. Ja, diesen Output nennen wir jetzt mal x mit zwei Strichen. Ja, das soll heißen, dieser Output ist höher jetzt eben wie dieser Output x mit einem Strich. Ja, und wenn wir jetzt unten mal die Produktionsfunktion einzeichnen, dann sieht die im neoklassischen Fall eben so aus. Also wir gehen jetzt von der neoklassischen Produktionsfunktion aus und die sieht so aus. Und da ist jetzt auf den Achsen jetzt eben nicht V1 und V2 abgebildet, sondern in dem Fall ist hier jetzt V1 abgebildet, weil wir ja V1 hier verändern, ja, und hier auf der Ordinate ist dann die Outputmenge abgebildet. Ja. Das ist auch wichtig, dass Sie dann den Unterschied wissen, ja, dass Sie dann den Unterschied erkennen. Bei der Isoquante, ja, da habe ich immer
die Einsatzfaktoren auf den Achsen. Ja? Und die ISO-Quante gibt quasi immer ein und dasselbe Output-Niveau an. Ja, aber dieses Output-Niveau kann ich jetzt, wie gesagt, mit verschiedenen Kombinationen von V1 und V2 eben produzieren. Ja, und hier unten bei der Produktionsfunktion, da ist es jetzt so, dass hier eben das Output-Niveau angezeigt wird in Abhängigkeit von dem Produktionsfaktor, in dem Fall von V1. Ja, und wenn wir jetzt hier einfach mal nach unten gehen, ja, dann wären wir hier an diesem Punkt entsprechend wieder bei V1,0. Ja, also das wäre wieder ein Arbeitseinsatz in Höhe von V1,0. Ja, mit dem wir entsprechend dann diesen Output hier produzieren, nämlich X mit dem einen Querstrich. Ja. Und wenn wir jetzt, wie gesagt, den Arbeitseinsatz erhöhen von hier nach da, dann kommen wir, wenn wir hier runtergehen, zu diesem Punkt hier. Ja, das heißt, in diesem Punkt hätten wir dann den Arbeitseinsatz eben V1,1 und hätten hier drüben, wenn wir uns den Output angucken, eben den Output X2', nenne ich es jetzt mal. Ja, also das X mit zwei Strichen. Ja, das bedeutet Folgendes, nämlich wenn wir den Arbeitseinsatz erhöhen von hier nach da und den Kapitaleinsatz konstant lassen, dann erhöht sich der Output. Ja, so viel können wir schon mal sagen. Und genauso machen wir es jetzt auch im anderen Fall, nämlich da wird jetzt eben der Kapitaleinsatz verändert, also der Kapitaleinsatz erhöht und der Arbeitseinsatz bleibt konstant. Zunächst mal zeichnen wir auch wieder die ISO-Quante. Ja, das ist hier wieder das Output-Niveau X mit dem einen Querstrich. Und dann hier oben wieder die nächste ISO-Quante und das soll jetzt wieder das Output-Niveau X mit den zwei Querstrichen repräsentieren, also dieser höhere Output. Ja. Gut, jetzt gehen wir hier wieder von aus, wir haben hier jetzt den Arbeitseinsatz V1 und hier mache ich jetzt den Querstrich drüber, weil in diesem Fall eben der Arbeitseinsatz konstant bleiben soll und der Kapitaleinsatz erhöht werden soll. Ja. Und gut, hier gehen wir jetzt auch wieder hin und zeichnen unsere Produktionsfunktion mit der Outputmenge X auf der Ordinate und jetzt eben hier entsprechend V2 auf der Abszisse, weil wir hier eben in diesem Fall den Kapitaleinsatz verändern und nicht wie hier drüben eben den Arbeitseinsatz. Deswegen steht jetzt hier drüben V2 und nicht V1. Ja. In der Ausgangssituation haben wir jetzt hier wieder den Output eben von hier. Ich habe hier noch den Kapitaleinsatz vergessen. Also Kapitaleinsatz hier wäre jetzt hier mal V2,0 noch. Ne? Also Arbeitseinsatz haben wir hier, Kapitaleinsatz V2,0 haben wir. Ja? Und entsprechend haben wir hier dann auch V2,0 und wir haben hier wieder den Output X quer. Ja? Und jetzt machen wir Folgendes, jetzt erhöhen wir den Kapitaleinsatz. Ja? Also wir gehen von hier nach da oben. Ja? Okay, also Arbeitseinsatz hier bleibt gleich und der Kapitaleinsatz wandert hier nach oben, der wird erhöht. Ja, und den nennen wir jetzt hier V2,1. Und wenn wir das machen, passiert im Prinzip wieder genau dasselbe wie hier drüben, nämlich auch hier steigt der Output dann auf das Niveau X mit den zwei Strichen. Ja. Und hier wäre dann entsprechend der Kapitaleinsatz V2,1 zu kennzeichnen. Also als Fazit, was wir hier festhalten können, ist, wenn ein Produktionsfaktor erhöht wird bei konstantem Einsatz des anderen Produktionsfaktors, erhöht sich der Output. Ja, also Fazit, der Output steigt sozusagen. Ja, das ist erstmal das Erste, was wir hier festhalten sollten. Und die Erkenntnis
die wir hierdurch jetzt gewinnen können, ist folgende, nämlich die Grenzproduktivität, die sogenannte Grenzproduktivität ist positiv. Ja, also die Grenzproduktivität ist positiv. Ja, gut, was ist die Grenzproduktivität, beziehungsweise was gibt die Grenzproduktivität an? Und zwar ist es so, dass die Grenzproduktivität angibt, um wie viele Einheiten eben der Output steigt, wenn der Arbeitseinsatz bzw. der Kapitaleinsatz marginal erhöht wird. Also die Grenzproduktivität ist jetzt hier positiv, weil der Output steigt, und sie gibt an, um wie viele Einheiten der Output steigt, ja, also sie gibt an, um wie viele Einheiten der Output steigt, wenn der Arbeitseinsatz bzw. der Kapitaleinsatz marginal erhöht wird. Ja, und was wir vielleicht jetzt auch noch dazu schreiben können, ist, dass die Grenzproduktivität eben mathematisch gesehen der ersten Ableitung der Produktionsfunktion entspricht. Ja? Also sie gibt an, um wie viele Einheiten der Output steigt, wenn der Arbeitseinsatz bzw. Kapitaleinsatz marginal erhöht wird und entspricht der ersten Ableitung der Produktionsfunktion. Wenn wir vielleicht gerade nochmal zurückgehen und uns hier das linke Bild hier unten, die Produktionsfunktion, nochmal anschauen. Ja, dann haben wir hier unten den Arbeitseinsatz. Und wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, dass Sie den Arbeitseinsatz um eine ganz kleine Einheit erhöhen, ja, wenn Sie den um eine ganz kleine Einheit erhöhen, dann sehen Sie ja, dass daraus dann ein höherer Output dann erzielt wird. Ja, weil die Funktion ist ja hier steigend. Ne? Und bei der Ableitung ist es jetzt so, dass die Ableitung die Steigung der Tangente an die Produktionsfunktion angibt. Ja, das heißt, wenn Sie beispielsweise in diesem Punkt hier die Grenzproduktivität bestimmen wollen, dann machen Sie das, indem Sie die Funktion eben ableiten, in dem Fall nach V1. Ja. Und wenn jetzt hier an diesem Punkt die Steigung der Tangente, also wenn Sie die Tangente jetzt hier mal einzeichnen, dann sehen Sie ja, dass die Tangente eine positive Steigung hat an diesem Punkt. Ja. Und das bedeutet dann entsprechend, dass die Grenzproduktivität der Arbeit eben positiv ist. Ja. Das bedeutet, bei zunehmendem Arbeitseinsatz erhöht sich der Output. Und genauso wäre es auch beim Kapital dann zu erklären. Ja. Also die Ableitung, wie gesagt, entspricht der Steigung der Tangente an die Produktionsfunktion in dem entsprechenden Punkt, den ich eben untersuchen möchte. Ja. Und formal schreibt man das folgendermaßen, nämlich, wir haben jetzt nämlich zwei Fälle, nämlich einmal haben wir ja den Arbeitseinsatz erhöht und einmal den Kapitaleinsatz. Und wenn wir jetzt den Arbeitseinsatz verändern, ja, wie beispielsweise hier links, ja, und wir sehen,
Und wir sehen, dass wenn wir den Arbeitseinsatz erhöhen, dass der Output sich dann auch erhöht, dann bedeutet das in dem Fall, die Grenzproduktivität der Arbeit ist positiv. Ja? Und die Grenzproduktivität der Arbeit schreibt man in dem Fall wie folgt, nämlich das schreibt man so mit so einem Delta, also Delta X, ja, X ist ja die Produktionsfunktion und die wird jetzt in dem Fall abgeleitet nach dem Produktionsfaktor V1. Ja, so schreibt man das. Beziehungsweise man kann es auch noch anders schreiben, nämlich man kann es auch so schreiben, nämlich X und dann hier unten als Index dann V1. Ja, das bedeutet, die Produktionsfunktion X wird nach V1 abgeleitet. Ja, das bedeutet eben dann, das ist jetzt die Grenzproduktivität der Arbeit. Ja, und die ist ja größer 0. Warum? Weil wenn ich den Arbeitseinsatz eben marginal erhöhe, erhöht sich ja der Output auch, ja, wie wir gesehen haben. Ja, und das bedeutet jetzt eben hier, die Grenzproduktivität der Arbeit ist größer 0. Ja. Und genauso auch beim Kapital, ja, also beziehungsweise die Produktionsfunktion abgeleitet nach V2 dann entsprechend, ja, also nach dem Kapital. Und anders schreiben kann man das eben als X und dann mit dem Index hier unten V2, die ist natürlich auch größer 0. Ja, warum? Weil wir ja gesehen haben, dass wenn ich jetzt den Kapitaleinsatz eben um eine kleine Einheit, um eine marginale Einheit erhöhe, dann erhöht sich auch der Output. Und deswegen ist die Grenzproduktivität des Kapitals in dem Fall eben auch größer 0. Ja, also Grenzproduktivität des Kapitals ist auch größer 0. Ja, also wie gesagt, je mehr ich hier an Arbeit reinstecke, desto höher wird der Output. Ja, und hier genauso, je mehr wir an Kapital reinstecken, desto höher wird unser Output hier. Ja, und das ist formal eben, also mathematisch gesehen, bedeutet es einfach, die erste Ableitung der Produktionsfunktion ist größer 0. Eben im Fall von der Arbeit, also wenn wir die Arbeit erhöhen, ist das entsprechend halt die Grenzproduktivität der Arbeit und in diesem Fall hier drüben wäre das eben die Grenzproduktivität des Kapitals. Was wir hier jetzt aber auch noch sehen, ja, das ist auch noch wichtig, ist, dass diese Output-Steigerung, je weiter wir hier nach rechts gehen, also je mehr Arbeit wir hier einsetzen, desto niedriger ist diese Steigung. Ja, sehen Sie, diese Kurve, die flacht immer mehr ab. Ja, und genauso auch hier drüben. Je mehr wir an Kapital hier noch einsetzen, desto niedriger wird die Steigung. Ja, das heißt, der Output wird zwar gesteigert, die Output-Steigerung selbst ist jedoch abnehmend. Ich muss jetzt hier leider immer umblättern, weil ich keinen Platz mehr habe. Aber das ist auch noch ein wichtiger Punkt, den wir aufschreiben müssen, nämlich die Output-Steigerung ist jedoch abnehmend. Ja, und formal bedeutet das jetzt wieder, dass die zweiten Ableitungen kleiner 0 sind. Ich schreibe das jetzt gerade mal auf. Also die zweite Ableitung hier, wenn wir jetzt mal mit der Arbeit wieder beginnen, das schreibt man dann so, nämlich wieder das Delta und jetzt mit so einem Quadrat. Und jetzt hier unten schreibt man Delta V1 und dann nochmal Delta V1. Das heißt, die erste Ableitung nach V1 wird nochmal nach V1 hier abgeleitet. Ja, und das ist dann die zweite Ableitung. Man kann es auch noch anders schreiben, nämlich so sieht man das auch immer, nämlich x, v1, v1. Ja, also die erste Ableitung nach v1
wird nochmal nach V1 abgeleitet. Ja, und das ist jetzt eben kleiner 0. Ja, warum? Weil die Output-Steigerung abnehmend ist. Ja, und genauso auch nochmal für den Fall, dass das Kapital dann eben erhöht wird. Ja, ich blätter jetzt nochmal zurück. Und zwar, wir sehen ja, je mehr Kapital wir einsetzen, desto höher steigt der Output. Aber die Output-Steigerung selbst ist abnehmend, weil die Kurve immer flacher wird. Ja, wenn ich es hier mal weiter zeichne, dann wird sie immer flacher. Und das gibt eben dann die zweite Ableitung an. Ja, und für den Fall des Kapitals hier haben wir dann eben dieses Delta und jetzt das Quadrat und dann x. Ja, und dann zunächst mal V2 und dann nochmal abgeleitet nach V2. Ja, oder anders geschrieben, x, V2, V2 ist kleiner 0. Ja, mathematisch bedeutet es Folgendes, nämlich, das können Sie sich merken, die zweiten Ableitungen, die liefern Informationen über das Krümmungsverhalten einer Kurve. Ja, das bedeutet, wenn die zweiten Ableitungen, wie in unserem Fall, jetzt kleiner 0 sind, dann bedeutet das, die Kurve, also die Steigung nimmt ab. Ja, die Steigung der Kurve nimmt ab. Und wenn die zweiten Ableitungen jetzt größer 0 wären, ja, dann würde das bedeuten, die Steigung nimmt zu. Das wäre dann, das brauchen Sie jetzt nicht mitschreiben, nur mal als kurze Information, das wäre dann so ein Ding hier, ja, also so eine Funktion. Da sehen Sie ja, die Steigung nimmt zu und bei so einer Funktion wäre entsprechend dann die zweite Ableitung größer 0. Gut. So, und jetzt gibt es noch eine Sache, die wir besprechen müssen, nämlich die sogenannten Kreuzableitungen. Das gibt es auch noch. Ja, also Kreuzableitungen. Und zwar steckt da jetzt folgende Überlegung dahinter. Nämlich eine marginale Erhöhung des einen Produktionsfaktors bewirkt eine Erhöhung des Produktionsbeitrags des anderen Faktors. Ja, klingt jetzt erstmal komisch, aber stellen Sie sich mal folgende Situation vor. Sie haben eine Pizzabude mit zwei Mitarbeitern und einen Pizzaofen. Und Sie können maximal jetzt 30 Pizzen pro Stunde produzieren. Ja. Und jetzt machen Sie Folgendes. Jetzt stellen Sie einen zweiten Pizzaofen da einfach mal hin. Und haben dadurch jetzt den Effekt, dass die beiden Mitarbeiter pro Stunde nicht mehr 30, sondern 50 Pizzen pro Stunde produzieren können. Ja, das heißt, als Fazit können wir festhalten, durch eine Erhöhung des Kapitaleinsatzes, ja, nämlich durch den weiteren Pizzaofen, und gleichbleibendem Arbeitseinsatz, weil wir haben nach wie vor nur zwei Mitarbeiter, erhöht sich die Grenzproduktivität der Arbeit in dem Fall. Also die beiden Mitarbeiter sind durch eine Erhöhung des Kapitaleinsatzes in der Lage, mehr zu produzieren wie vorher. Das bedeutet eben, dass eine Erhöhung des einen Produktionsfaktors eine Erhöhung des Produktionsbeitrages des anderen Faktors bewirkt. Das schreibe ich jetzt mal auf hier, eine marginale Erhöhung des einen Produktionsfaktors bewirkt eine Erhöhung des Produktionsbeitrags des anderen Faktors. Ja, und formal bedeutet das, die Kreuzableitungen sind positiv. Ja, und das schreibt man jetzt hier wieder so.
Und zwar jetzt einmal wird zuerst nach V1 abgeleitet, die Produktionsfunktion, und dann nach V2. Ja, beziehungsweise man kann es auch so schreiben, xv1 und dann v2, also das heißt, die Funktion wird erst nach v1 und dann nach v2 abgeleitet, die Kreuzableitung nennt man das, ja, und die ist in dem Fall positiv, also größer 0, ja, oder beziehungsweise noch den anderen Fall, man kann es auch so machen, dass man zuerst nach v2 ableitet, und dann nach V1 ableitet. Ja, und entsprprechend steht hier dann x, V2 und dann erst V1. Und das ist auch größer 0. Ja, also die beiden, die sind übrigens dieselben. Ja, also es ist egal, was man zuerst macht. Ja, ob man zuerst nach V2 ableitet und dann nach V1 oder ob man zuerst nach V1 ableitet und dann nach V2. Wenn das jetzt noch nicht so ganz klar ist, dann verspreche ich Ihnen, ich werde nächste Woche partielle Ableitungen gleich am Anfang machen von dem Mathe-Mentoriat. Das heißt, spätestens nächste Woche kriegen Sie dann auch dann den notwendigen Stoff noch mit, sodass Sie partiell ableiten können. So, dann gibt es jetzt hier noch ein paar weitere Begriffe, die ich noch klären möchte. Und zwar einmal die sogenannte Durchschnittsproduktivität. Ja, und die Durchschnittsproduktivität ist per Definition die Outputmenge, die mit einer Einheit Input hergestellt wird. Ja, also Durchschnittsproduktivität ist die Outputmenge, die mit einer Einheit Input hergestellt wird. Ja, da gibt es jetzt dann entsprechend zwei Fälle. Also wenn wir jetzt zwei Produktionsfaktoren haben, nämlich Arbeit und Kapital, gibt es jetzt dann logischerweise zwei Fälle, nämlich einmal die Durchschnittsproduktivität der Arbeit und zum anderen die Durchschnittsproduktivität des Kapitals. Die Durchschnittsproduktivität der Arbeit, ja, und die ist definiert, ich schreibe jetzt mal ist gleich, ja, das ist dann x durch V1. Und die Durchschnittsproduktivität des Kapitals ist gleich entsprechend x durch V2. Gut, und grafisch vielleicht noch angemerkt, entspricht sie der Steigung der Ursprungsgeraden durch den betreffenden Punkt der Produktionsfunktion. Ja, also beispielsweise, wenn ich wissen will, wie hoch ist in diesem Punkt hier die Durchschnittsproduktivität der Arbeit in dem Fall, hier sind wir bei V1, dann zeichne ich hier einfach eine Ursprungsgerade hier durch. Ja, also sowas hier. Ja, und die Steigung dieser Geraden hier, dieser Ursprungsgeraden durch den entsprechenden Punkt, gibt mir dann die Durchschnittsproduktivität der Arbeit an in dem Fall. Ja. Okay. Dann haben wir noch die sogenannte Produktionselastizität. Ja, hier gibt es gleich auch wieder zwei Fälle, nämlich einmal die Produktionselastizität der Arbeit und die Produktionselastizität des Kapitals. Und die gibt an, um wie viel Prozent der Output steigt, wenn der Arbeitseinsatz bzw. der Kapitaleinsatz um 1% zunimmt. Ja, also Produktionselastizität wäre das nächste. Produktionselastizität. Und ich schreibe jetzt hier mal der Arbeit
und in Klammer, beziehungsweise des Kapitals. Ja. Und zwar die Produktionselastizität gibt an, um wie viel Prozent der Output steigt, wenn der Arbeitseinsatz in Klammer beziehungsweise der Kapitaleinsatz um 1% zunimmt. Ja, und formal schreibt man das wie folgt, nämlich das ist hier so ein Eta nennt man das, ein griechischer Buchstabe, und dann in Klammer jetzt hier X und V1, ja, das wäre jetzt hier die Produktionselastizität der Arbeit, und die ist jetzt eben abhängig von der Outputmenge und von der Einsatzmenge Arbeit in dem Fall. Und dies per Definition jetzt folgendes, nämlich, das ist die Grenzproduktivität der Arbeit geteilt durch die Durchschnittsproduktivität der Arbeit. Ja, also ich schreibe jetzt hier mal GP, ja, als Grenzproduktivität der Arbeit geteilt durch die Durchschnittsproduktivität der Arbeit. Also DP, abgekürzt für Durchschnittsproduktivität der Arbeit. Ja, beziehungsweise kann man das auch schreiben, das ist jetzt die Grenzproduktivität, ja, das war ja X und dann V1 als Index, ja, Grenzproduktivität der Arbeit geteilt durch die Durchschnittsproduktivität der Arbeit. Die Durchschnittsproduktivität, die war ja X durch V1, und so wäre das eben formal noch als Formel mal festzuhalten. Ja, und die Produktionselastizität des Kapitals, das ist dann entsprechend jetzt hier mit V2 eben gekennzeichnet. Das wäre entsprechend dann genau dasselbe, nämlich die Grenzproduktivität des Kapitals geteilt durch die Durchschnittsproduktivität des Kapitals. Ja, also GP des Kapitals geteilt durch DP des Kapitals. Ja, und entsprechend wäre das dann X mit dem Index V2, also die Ableitung der Produktionsfunktion nach V2, nach dem Kapital eben, ja, also die Grenzproduktivität des Kapitals geteilt durch die Durchschnittsproduktivität des Kapitals. Ja, und hier gibt es jetzt noch drei Fälle zu beachten, nämlich wenn die Produktionselastizität, also wenn dieses E gleich 1 ist, also wenn die Elastizität gleich 1 ist, dann bedeutet das, der Output steigt proportional zum Faktoreinsatz. Ja, also Output steigt proportional zum Faktoreinsatz. Ja, wenn, zweiter Fall, wenn die Produktionselastizität kleiner 1 ist, also wenn die Produktionselastizität kleiner 1 ist, dann bedeutet das, der Output steigt unterproportional zum Faktoreinsatz. Ja, also Output steigt unterproportional zum Faktoreinsatz.
Und wenn sie größer 1 ist, also wenn die Produktionselastizität größer als 1 ist, dann steigt der Output entsprechend überproportional zum Faktoreinsatz. Ja, also Output steigt überproportional zum Faktoreinsatz. So, ich habe jetzt hier noch eine Klausuraufgabe für Sie vorbereitet zu dem Thema, und zwar aus dem Wintersemester 14-15, die Aufgabe 3. Und zwar steht da jetzt, die Produktionsfunktion XJ gibt an, welche Menge XJ ein Unternehmen mit den Faktoren Arbeit und Kapital produzieren kann. Dabei steht V1J für die Einsatzmenge des Faktors Arbeit und V2J für die Einsatzmenge des Faktors Kapital. Ja, lassen Sie sich durch die Indizes hier jetzt nicht verwirren. Das hat mich ja, glaube ich, schon angesprochen. Also V1J wäre sozusagen jetzt die Menge an Arbeit, die ich benötige für das Produkt J. Na? Und V2J entsprechend die Menge an Kapital, die ich benötige für das Produkt J. Also J war, wie gesagt, der Produktindex und wird dann benutzt, wenn jetzt ein Unternehmen beispielsweise eben mehrere Produkte produzieren möchte, ja, oder mehrere Produkte produziert. Ja. Also lassen Sie sich dadurch nicht verwirren, ja, ob da jetzt V1 steht oder V1J, ist eigentlich in unserem Fall jetzt egal. Ja. Gefragt ist hier jetzt, welche der folgenden Aussagen zur Produktionsfunktion ist korrekt? Markieren Sie die richtige Aussage auf dem Lösungsbogen. Das ist eine 1 aus N Aufgabe, das heißt, eine Antwort wird richtig sein. Aussage A, da wird jetzt behauptet, bei einer limitationalen Produktionsfunktion sind die Produktionsfaktoren bis zu einem gewissen Grad gegenseitig austauschbar. Diese Antwort ist falsch, weil das eben genau die Definition einer substitutionalen Produktionsfunktion ist. Also wenn hier jetzt stehen würde, bei einer substitutionalen Produktionsfunktion und so weiter, dann wäre das richtig. Ja, aber nicht bei einer limitationalen Produktionsfunktion, weil bei einer limitationalen Produktionsfunktion haben wir ja gesehen, da ist eben ein festes Einsatzverhältnis eben immer gegeben. Ja, also das ist sozusagen das Kennzeichen der limitationalen Produktionsfunktion. Ja. Dann Aussage B, da steht jetzt, der Quotient V2J geteilt durch V1J wird als Kapitalintensität und der Quotient V1J geteilt durch V2J wird als Arbeitsintensität bezeichnet. Diese Aussage ist richtig, hatten wir auch aufgeschrieben. Also wir hatten, wie gesagt, aufgeschrieben V2 durch V1 beziehungsweise V1 durch V2. Hier steht jetzt halt V2J durch V1J und V1J durch V2J. Also lassen Sie sich durch das J nicht verwirren. Ja, also die Aussage ist in dem Fall korrekt. Ja, dann Aussage C schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Also eigentlich könnten wir hier jetzt aufhören und wie gesagt, wenn Sie in der Klausur sitzen und jetzt hier die richtige Antwort schon haben, dann brauchen Sie sich das jetzt eigentlich gar nicht mehr angucken. Ja, wenn sowieso nur eine Antwort richtig ist, dann und Sie sich sicher sind hier, dann können Sie eigentlich direkt weiter. Aber wir gucken uns jetzt nochmal C an. Da steht jetzt, bei einer substituierbaren Produktionsfunktion wird angenommen, dass die erste Ableitung nach V1J bzw. V2J negativ ist. Das heißt, die erste Ableitung hier nach der Arbeit, ja, also sozusagen die Grenzproduktivität der Arbeit ist negativ. Und hier unten wird noch behauptet, die Grenzproduktivität des Kapitals ist negativ. Und genau das war ja eben nicht der Fall. Es war ja genau andersrum, wie wir ja besprochen hatten, nämlich die Grenzproduktivitäten sind hier positiv und entsprechend wäre die Aussage dann natürlich falsch. Ja, und Aussage D, keine der Aussagen A bis C ist richtig. Das erübrigt sich dann entsprechend auch, sodass hier, wie gesagt, B die korrekte Antwort wäre. So, wir kommen zum nächsten Thema. Und das nächste Thema wäre jetzt Cobb-Douglas-Produktionsfunktionen. So, Cobb-Douglas-Produktionsfunktionen.
Ja, das ist auch eine Form der neoklassischen Produktionsfunktionen, also ein Sonderfall einer neoklassischen Produktionsfunktion. Und die allgemeine Form einer Cobb-Douglas-Produktionsfunktion, also allgemeiner Form der CDPF, kürze ich das jetzt mal ab, die lautet folgendermaßen, nämlich x ist gleich groß A mal, und jetzt V1 hoch klein a mal V2 hoch klein b. Ja, also so lautet die allgemeine Form. Ja, x ist jetzt hier wieder die Outputmenge bzw. die Produktionsmenge, nenne ich es jetzt mal. Also x ist die Produktionsmenge. Und die wird jetzt, wie gesagt, eben wieder hergestellt mit den Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital, also V1 und V2 hier. Ja, also x ist die Produktionsmenge. Groß A ist jetzt hier noch ein Niveauparameter. Und der repräsentiert sozusagen das Produktionsniveau. Ja, also wenn Sie jetzt sich vorstellen, dass Sie 10 funktionsgleiche Maschinen haben in ihrer Fabrik, die dieselbe Produktionstechnologie eben aufweisen, dann wäre dieser Niveauparameter in dem Fall 10. Ja, wenn ich 10 mal eben dieselbe Maschine gleichzeitig laufen lasse, dann kriege ich natürlich dann 10 mal so viel Produktionsmenge raus, wie wenn ich nur eine Maschine da habe. Ja, also A ist einfach ein Niveauparameter. Ja. Klein a und klein b sind jetzt hier die Produktionselastizitäten bzw. die partiellen Produktionselastizitäten, also partielle Produktionselastizitäten. Und zwar ist a, also klein a, in dem Fall die Produktionselastizität der Arbeit, ja, weil sie hier über dem V1 steht. Und b ist die Produktionselastizität des Kapitals entsprechend. Ja. Also a, das schreibe ich jetzt nochmal auf, a ist gleich die Produktionselastizität der Arbeit. Ja, also so hatten wir das ja vorhin notiert. Ja, und b ist die Produktionselastizität des Kapitals. Na, nochmal eben als Erinnerung. Ja, und hier ist es jetzt so, also eine Besonderheit hier ist jetzt, dass diese Produktionselastizitäten immer zwischen 0 und 1 sind. Ja, also die haben irgendeinen Wert zwischen 0 und 1. Ja. Also A ist irgendeine Zahl zwischen 0 und 1 und B ist eben auch irgendeine Zahl zwischen 0 und 1. Ja, vielleicht einen kurzen Merksatz noch drunter, ja, also merke, und zwar eine Cobb-Douglas-Produktionsfunktion ist gekennzeichnet durch konstante Produktionselastizitäten, ja, also wie gesagt, A und B sind jetzt zwei Zahlen eben zwischen 0 und 1, ja, also zwei konstante Zahlen, ja, also eine Produktionsfunktion, ja, eine Cobb-Douglas-Produktionsfunktion, also eine CDPF ist gekennzeichnet durch konstante Produktionselastizitäten. Ausrufezeichen. So, was jetzt hier auch noch gilt, und das ist jetzt genau dasselbe wie im vorherigen Fall schon auch, also bei der allgemeinen neoklassischen Produktionsfunktion. Ja, es gilt, und zwar zunächst mal, die Grenzproduktivitäten sind positiv. Ja, also die Grenzproduktivität zunächst mal der Arbeit ist positiv, also größer 0. Ja. Das heißt, die erste Ableitung dieser Produktionsfunktion nach V1, ja, beziehungsweise wenn wir es wieder anders schreiben, so, das ist größer 0.
Ja. Das können wir jetzt vielleicht auch gerade nochmal machen. Ja, wenn Sie beispielsweise hier die Produktionsfunktion haben, also in der allgemeinen Form, das ist dann a mal v1 hoch a mal v2 hoch b. Ja, wenn Sie die jetzt hier partiell ableiten hier nach v1, dann kommt hier für die Ableitung Folgendes raus. Nämlich, dann kommt da raus a mal, und jetzt v1 hoch a abgeleitet, das gibt dann a mal v1 hoch a minus 1 und dann mal v2 hoch b. Ja, also das ist die Produktionsfunktion abgeleitet nach v1. Ja, wir werden nächste Woche im Mathekurs auch partielle Ableitungen besprechen. Ich versuche das so schnell wie möglich hochzuladen, wie gesagt. Und dann wird es kein Problem sein, wenn Sie das jetzt hier auf Anhieb noch nicht gleich verstehen, wie das geht. Ja, das werde ich, wie gesagt, dann noch erklären. Es ist ein bisschen unglücklich, dass ich das jetzt vorher bringe, bevor ich das entsprechende Mathe-Mentoriat dann hochlade. Aber wenn Sie sich das dann nochmal anschauen, dann werden Sie sehen, dass das in dem Fall nicht schwer ist. Ja, also die Ableitungen, die hier in diesem Modul vollzogen werden, die funktionieren eigentlich alle mit der Ableitungsregel für Potenzfunktionen, und das werden Sie hinkriegen, bin ich mir sicher. Ja, also die erste Ableitung, wie gesagt, hier nach V1 ist positiv. Warum? Weil jetzt alle diese Faktoren hier, wenn Sie sich die mal anschauen, dann auch positiv sind. Ja, also a ist positiv, der Niveauparameter, der ist mindestens 1 und in der Regel eine natürliche Zahl. Ja. In unserem Fall, beziehungsweise auch im Skript, wird der Einfachheit angenommen, dass dieser Niveauparameter 1 ist. Ja, das heißt, eigentlich bräuchte ich den jetzt hier gar nicht dazu schreiben, aber ich schreibe ihn jetzt mal dazu. Ja, das heißt, das ist positiv, und dann mal das klein a, das ist ja auch positiv, weil a ist hier zwischen 0 und 1. Dann v1 ist auch positiv, ja, weil ich brauche ja eine positive Menge an Arbeit, um überhaupt irgendwas zu produzieren. Ja, das heißt, V1 hoch A minus 1, das wird auch positiv sein, und V2 hoch B dann entsprechend auch. Ja. Und deswegen ist die Grenzproduktivität der Arbeit eben hier positiv. Ja, genauso wie wir es vorhin auch besprochen hatten, ja, im allgemeinen Fall. Ja, und die Grenzproduktivität des Kapitals entsprechend auch, also Grenzproduktivität des Kapitals ist auch größer 0, also auch positiv. Ja. Das heißt, wenn wir die Produktionsfunktion eben ableiten und dieses Mal jetzt nach V2, eben nach dem Kapital, ja, also xV2 ist dann auch größer 0. Und bei den zweiten Ableitungen, das ist auch wieder genau gleich wie vorhin. Ja, also die zweite Ableitung das ist dann einmal nach der Arbeit, also zweimal die Produktionsfunktion nach V1 abgeleitet. Ja, das war dann ja dasselbe wie das hier, also so kann man das auch schreiben. Das ist kleiner 0. Ja, das bedeutet, der Output nimmt zwar zu, aber die Zunahme ist abnehmend. Ja, das heißt, der Output wächst degressiv. Ja, das heißt, je mehr ich hier an Arbeit reinstecke, desto geringer wird der Output. Also desto geringer nimmt der Output zu. Der Output nimmt zwar zu, aber je mehr ich reinstecke, desto geringer ist die Zunahme, weil die Kurve immer flacher wird. Und genauso auch hier drüben. Ja, das bedeutet, wie gesagt, die zweite Ableitung ist kleiner 0. Die zweite Ableitung gibt ja an, ob die Steigung, wie gesagt, zunehmend oder abnehmend ist. Und wenn die zweite Ableitung kleiner 0 ist, dann bedeutet das, die Steigung dieser Funktion ist abnehmend. Ja, sie ist zwar positiv, ja, also erste Ableitung ist größer 0, das heißt, die Steigung ist positiv, aber sie ist abnehmend, die Steigung. Ja, also je weiter wir hier nach rechts gehen, je mehr Arbeit wir reinstecken, desto mehr nimmt die Steigung ab. Ja.
hier im Fall von der Arbeit. Und im Falle des Kapitals entsprechend auch. Ja, also wenn ich die Produktionsfunktion zweimal nach dem Produktionsfaktor Kapital ableite, also zweimal nach V2 ableite, ja, dann ist auch das kleiner 0. Ja, und dann nochmal die Kreuzableitungen. Auch das ist genau dasselbe wie vorhin, also die Kreuzableitungen, die werden dann entsprechend wieder positiv sein. Ja, also wenn man die Funktion jetzt zunächst mal nach V1 ableitet und dann nach V2, dann ist diese Ableitung, diese Kreuzableitung größer 0. Und entsprechend, wenn man es umgekehrt macht, also wenn man zuerst nach dem Kapital ableitet und dann nach der Arbeit, dann ist diese Kreuzableitung auch größer 0. Ja, das bedeutet eben, dass eine marginale Erhöhung des einen Produktionsfaktors eine Erhöhung des Produktionsbeitrages des anderen Faktors hier auch bewirkt. Hatten wir ja besprochen. Gut, dann gibt es jetzt noch einen Punkt, und zwar der Punkt Skalenerträge. Also das gehört jetzt alles noch zu Cobb-Douglas-Produktionsfunktionen, also Skalenerträge. Und Skalenerträge geben an, um wie viel Prozent der Output steigt, wenn alle Produktionsfaktoren um den gleichen Prozentsatz erhöht werden. Ja, also Skalenerträge geben an, um wie viel Prozent der Output steigt, wenn alle Produktionsfaktoren um den gleichen Prozentsatz erhöht werden. Okay, gut. Als Beispiel können wir hier mal nehmen, stellen Sie sich jetzt mal vor, der Faktoreinsatz von Arbeit und Kapital wird gleichzeitig verdoppelt. Ja, also als Beispiel, der Faktoreinsatz von Arbeit, also V1 und Kapital, V2, wird gleichzeitig verdoppelt. Ja, und Fall 1, stellen wir uns jetzt mal vor, also wie gesagt, der Faktoreinsatz von Arbeit und Kapital wird gleichzeitig verdoppelt. Und in Fall 1 stellen wir uns jetzt mal vor, dass der Output sich dann auch verdoppelt. Ja, also Fall 1 ist, der Output verdoppelt sich ebenfalls. Ja, wenn das passiert, ja, also wenn wir den Faktoreinsatz von Arbeit und Kapital verdoppeln und der Output sich dann ebenfalls verdoppelt, dann spricht man von konstanten Skalenerträgen. Ja, also das wären konstante Skalenerträge. Ja, und dann Fall 2. Fall 2 haben wir jetzt. Folgendes, nämlich der Output wird mehr als verdoppelt. Ja? Also wir verdoppeln den Faktoreinsatz von Arbeit und Kapital und der Output wird mehr als verdoppelt. Wenn das so ist, dann spricht man in dem Fall von steigenden Skalenerträgen. Ja? Also wenn der Output
sich jetzt mehr als verdoppelt, also der Output wird mehr als verdoppelt. Fall 2. Dann haben wir steigende Skalenerträge. Und dann Fall 3 gibt es jetzt natürlich auch noch, nämlich der Output steigt jetzt nicht stark genug, um sich zu verdoppeln. Ja, wenn das der Fall ist, dann spricht man von sinkenden Skalenerträgen. Ja, also für den Fall, der Output steigt nicht stark genug, um sich zu verdoppeln. Dann haben wir, also wenn das der Fall ist, dann haben wir sinkende Skalenerträge. So, wir machen hierzu jetzt gerade mal ein Beispiel, also ein Rechenbeispiel, dass Sie mal sehen, wie man das in der Praxis jetzt machen kann. Ja, also wir haben gegeben folgende Produktionsfunktion, nämlich x ist gleich v1 hoch a mal v2 hoch b, also ganz normale Cobb-Douglas-Produktionsfunktion, und den Niveauparameter, der soll jetzt eben 1 sein, also das Groß A ist jetzt 1, einfach so nehmen wir an, und dementsprechend lasse ich den jetzt einfach weg. V1, also die Menge an Arbeit, der Arbeitseinsatz soll jetzt hier 9 betragen, v2 Kapitaleinsatz soll 16 sein und die Produktionselastizitäten sind jetzt mal beide 0,5. Ja, also klein a ist 0,5 und b soll jetzt auch 0,5 sein. Ja, wenn wir das jetzt einsetzen in die Produktionsfunktion hier oben, dann kommt da raus, x ist gleich, und jetzt v1 hoch a, das heißt 9 hoch 0,5 mal dann v2 hoch b, das heißt 16 hoch 0,5. Ja. Gut, wenn wir das ausrechnen, also 9 hoch 0,5, das ist ja dasselbe wie Wurzel aus 9. Ja, die Wurzel aus 9 gibt ja 3 und dann mal 16 hoch 0,5, das ist ja dasselbe wie die Wurzel aus 16. Und die Wurzel aus 16 ist 4, sodass hier dann 3 mal 4 steht und das ergibt dann 12. Ja, das bedeutet, bei einem Arbeitseinsatz von 9 und einem Kapitaleinsatz von 16, können wir mit der gegebenen Produktionstechnologie, eben die wir hier jetzt haben durch A und B, können wir 12 Einheiten Output produzieren. Ja. Und jetzt wollen wir mal gucken, was passiert, wenn wir die Faktoreinsätze verdoppeln. Das heißt, wir verdoppeln den Arbeitseinsatz hier und wir verdoppeln den Kapitaleinsatz. Ja, das heißt, jetzt schreibe ich jetzt mal, jetzt soll Folgendes gelten. Nämlich V1 ist gleich 18 und V2 ist gleich 32. Ja, also die Faktoreinsätze einfach verdoppelt. Ja. Von 9 auf 18 hier die Arbeit und das Kapital von 16 auf 32 erhöht. Ja, und dann schauen wir jetzt mal, was rauskommt. Dann steht hier Folgendes, nämlich X ist gleich, und jetzt 18 hoch 0,5 mal 32 hoch 0,5. Ja, und wenn wir das ausrechnen, das mache ich jetzt mal mit dem Taschenrechner, weil die Wurzel aus 18 und die Wurzel aus 32 ist nicht so toll mit dem Kopf zu rechnen. Ja, also ich rechne jetzt hier mal 18 hoch 0,5 mal 32 hoch 0,5 und da kommt jetzt genau 24 raus. Also das ist dann gleich 24. Okay, das bedeutet, wir haben jetzt die doppelte Produktionsmenge wie vorhin. Ja, das heißt, wir haben den Faktoreinsatz verdoppelt und die Produktionsmenge hat sich auch verdoppelt. Ja, und das bedeutet, dass wir hier konstante Skalenerträge haben. Ja, und das können wir aber jetzt auch einfacher ablesen. Ja, also man muss jetzt nicht die Rechnung hier, die wir gerade gemacht haben, durchführen, um zu wissen,
was für Skalenerträge wir haben. Es geht nämlich auch einfacher. Wenn Sie mal sehen und mal gucken, was wir jetzt hier für A und B gegeben haben. Hier haben wir jetzt für A gleich 0,5 und für B gleich 0,5. Ja? Und wenn wir jetzt A plus B rechnen, dann ergibt das insgesamt 1. Ja? Und das sollten Sie sich jetzt auf jeden Fall nochmal merken. Ja? Also merke, und zwar, wenn A plus B, also wenn die partiellen Produktionselastizitäten aufsummiert zusammen 1 ergeben, dann haben Sie konstante Skalenerträge. Okay, und wenn Sie jetzt für A plus B irgendeine Zahl rauskriegen, die größer als 1 ist, dann haben Sie steigende Skalenerträge. Und entsprechend, wenn Sie A plus B addieren und eine Zahl rauskriegen, die kleiner als 1 ist, dann haben Sie sinkende Skalenerträge. Das sollten Sie sich merken. Ja, das heißt, hier bei dieser Aufgabe, wenn Sie jetzt hier sowas gegeben haben, wie hier oben und gefragt ist, welche Skalenerträge weist die Produktionsfunktion auf, dann wissen Sie, aha, okay, ich rechne jetzt hier A plus B, zusammen ergibt es 1 und dann wissen Sie, diese Produktionsfunktion hier hat konstante Skalenerträge. Also so einfach ist es letztendlich dann, ja, in dem Fall. So, das wäre es jetzt sozusagen zum Thema Cobb-Douglas-Produktionsfunktion und zum Abschluss schauen wir uns jetzt hier nochmal ein paar Klausuraufgaben an. Ja, es gibt hier insgesamt jetzt 8 Klausuraufgaben, die ich vorbereitet habe. Ich würde aber vorschlagen, wir machen jetzt erstmal 3 Stück zum Einstieg und die restlichen 5, die werden wir dann im nächsten Mentoriat machen. Das mache ich einfach deswegen, weil ich nächste Woche, wie gesagt, das Mentoriat für Mathe noch hochladen werde, wo das Thema partielle Ableitungen dann behandelt wird. Und ich denke, dass das dann besser ist, wenn Sie ein bisschen partiell ableiten vorher schon mal geübt haben und wir danach eben dann die restlichen Klausuraufgaben machen hierzu, weil wir hier eben partiell ableiten muss. Ja, aber wie gesagt, 3 Stück machen wir jetzt, dass Sie mal ein bisschen sehen, was in der Klausur da so gefragt wird. Ja. Gut, die erste wäre jetzt die Aufgabe 2 aus dem Sommersemester 2012. Ich lese den Text einfach mal vor. Und zwar die Volkswirtschaftslehre, ich versuche es nochmal ranzuzoomen. Die Volkswirtschaftslehre beschreibt die Produktion von Gütern in Unternehmen mit Hilfe von Produktionsfunktionen. Dabei werden verschiedene Typen von Produktionsfunktionen unterschieden. Welche der folgenden Aussagen zu den unterschiedlichen Typen von Produktionsfunktionen sind korrekt? Markieren Sie die richtigen Aussagen. Ja, das ist eine X aus N Aufgabe, das heißt, das können hier jetzt mehrere richtig sein. Aussage A, da wird jetzt behauptet, bei einer substituierbaren Produktionsfunktion mit 2 Produktionsfaktoren führt die Erhöhung der Einsatzmenge eines der Produktionsfaktoren ceteris paribus zu einer Erhöhung der Outputmenge. Ja, das bedeutet, also hier wird behauptet jetzt, dass wenn wir eine substituierbare Produktionsfunktion haben und einen Produktionsfaktor eben erhöhen, dass dadurch eine höhere Outputmenge generiert wird. Das ist korrekt in dem Fall, das hatten wir ja auch besprochen und von daher wäre Aussage A schon mal richtig. Aussage B, da wird behauptet, limitationale Produktionsfunktionen berücksichtigen nur einen Produktionsfaktor. Diese Aussage ist falsch, nämlich werden
bei limitationalen Produktionsfunktionen genauso wie bei substitutionalen in unserem Fall jetzt eben zwei Produktionsfaktoren berücksichtigt, nämlich Arbeit und Kapital. Ja, deswegen wäre die Aussage hier falsch. Ja. Dann C, da steht jetzt, limitationale Produktionsfunktionen beschreiben nur den Produktionsprozess von Gütern minderer Qualität. Das ist natürlich falsch. Dann D, da steht, die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion ist eine limitationale Produktionsfunktion. Auch diese Aussage ist falsch. Und Antwort E, da steht jetzt noch keine der Aussagen A bis D ist richtig, ist entsprechend auch falsch, weil wir ja Antwort A als richtig erkannt haben. Von daher wäre hier nur A anzukreuzen. Gut, dann als nächstes haben wir aus dem Sommersemester 2015 die Aufgabe 3. Da steht jetzt, die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion kann vereinfacht wie folgt dargestellt werden. X ist gleich Groß A mal V1 hoch A mal V2 hoch B. Dabei steht X für die Produktionsmenge, V1 für den Produktionsfaktor Arbeit und V2 für den Produktionsfaktor Kapital. A und B geben die partiellen Produktionselastizitäten an und A ist ein Niveauparameter. Ja, für A, also für Groß A, Klein A und Klein B gilt, Groß A ist gleich 1, Klein A und Klein B haben jeweils einen Wert zwischen 0 und 1. Ja, also sind größer als 0 und kleiner als 1. Welche der folgenden Aussagen zur Cobb-Douglas-Produktionsfunktion ist korrekt? Seine 1 aus N Aufgabe, das bedeutet, eine Antwort wird richtig sein. Gut, wir schauen uns das jetzt mal an. Und zwar bei Aussage A, da steht jetzt, die Produktionselastizität der Arbeit gibt an, um wie viel Prozent der Gewinn steigt, wenn der Arbeitseinsatz marginal erhöht wird. Hier ist ein Wort falsch in der Aussage, und zwar der Gewinn. Ja, nämlich es ist nicht der Gewinn, sondern der Output bzw. die Produktionsmenge müsste es hier heißen. Dann wäre die Aussage richtig. Ja, aber um Gewinn geht es ja gar nicht, sondern bei einer Produktionsfunktion geht es um die Produktionsmenge bzw. halt um die Outputmenge, ja, und nicht um den Gewinn. Und von daher ist die Aussage falsch. Aussage B, da steht jetzt, für a plus b kleiner 1 weist die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion sinkende Skalenerträge auf. Das hatten wir auch schon besprochen, nämlich wenn a plus b eine Zahl ergibt, die kleiner 1 ist, dann weist die Cobb-Douglas-Produktionsfunktion entsprechend sinkende Skalenerträge auf und entsprechend wäre diese Antwort hier korrekt. Wir schauen uns auch nochmal die anderen Aussagen an. Hier steht jetzt, die Kreuzableitung der Cobb-Douglas-Produktionsfunktion nach V1 und V2 lautet A mal B mal V1 hoch A minus 1 mal V2 hoch B minus 1. Bis hierhin ist alles korrekt. Dann steht hier weiter, da A und B positiv sind, ist auch die Kreuzableitung positiv. Ja. Das bedeutet, dass eine Erhöhung des einen Faktors den marginalen Produktionsbeitrag des anderen Faktors senkt. Diese ganzen Sätze sind korrekt, nur ein Wort ist hier auch wieder falsch, nämlich das Wort senkt. Ja? Es müsste hier heißen steigert. Ja? Also die Kreuzableitung ist positiv, das ist korrekt und das bedeutet, dass eine Erhöhung des einen Faktors den marginalen Produktionsbeitrag des anderen Faktors steigert. So müsste es heißen, um korrekt zu sein. Und da hier jetzt senkt steht, ist die Aussage dann entsprechend halt falsch. Ja. Und Aussage D, die erübrigt sich dann entsprechend wieder. Gut, dann noch eine, die dritte. Und wie gesagt, die anderen machen wir dann im nächsten Mentoriat, nachdem ich dann partielle Ableitungen auch im Mathekurs dann behandelt habe. Dann wird das Ganze nämlich etwas einfacher für Sie. Aber eine wollen wir jetzt hier nochmal machen. Ja, und zwar hier die Aufgabe 5 aus dem Sommersemester 2014.
Ja, und zwar gegeben sei folgende neoklassische Produktionsfunktion. X ist gleich 10 mal V1 hoch 4 Fünftel mal V2 hoch 1 Fünftel. Dabei sei X die produzierte Menge, V1 die eingesetzte Menge des Produktionsfaktors Arbeit und V2 die eingesetzte Menge des Produktionsfaktors Kapital. In Aufgabenteil A ist jetzt gefragt, berechnen Sie die Grenzproduktivität des Produktionsfaktors Kapital. Gut, das machen wir jetzt. Und zwar schreibe ich jetzt nochmal gerade auf, was wir eben gegeben haben. Nämlich haben wir gegeben die Produktionsfunktion hier. Also es geht jetzt hier um Sommersemester 2014, die Aufgabe 5. Und gegeben haben wir die Produktionsfunktion hier, nämlich x ist gleich 10 mal V1 hoch 4 Fünftel mal V2 hoch 1 Fünftel. Ja. V1 ist wie gesagt die eingesetzte Menge Arbeit, V2 ist die eingesetzte Menge Kapital. Und wir wollen jetzt die Grenzproduktivität des Produktionsfaktors Kapital. Ja, also A wäre jetzt hier Berechnung der Grenzproduktivität, also der GP, so kürze ich das jetzt wieder ab, des Kapitals. Ja, und das bedeutet, die Produktionsfunktion muss nach dem Produktionsfaktor Kapital jetzt eben abgeleitet werden. Also die Produktionsfunktion muss jetzt nach V2 abgeleitet werden. Die erste Ableitung war ja, wie wir wissen, die Grenzproduktivität. Und wenn wir jetzt die Grenzproduktivität des Produktionsfaktors Kapital suchen, dann müssen wir die Produktionsfunktion entsprechend nach dem Kapital ableiten. Also gesucht ist die erste Ableitung nach dem Produktionsfaktor Kapital. Ja, also nochmal ganz ausführlich, und zwar die Produktionsfunktion muss nach V2, also nach dem Kapital, abgeleitet werden. Ja, das heißt, wir suchen die Ableitung der Produktionsfunktion nach dem Produktionsfaktor V2. Ja, oder anders geschrieben, können wir es auch wieder so notieren. Ja, und wenn wir das machen, dann kommt hier Folgendes raus. Nämlich, die Funktion nach V2 abgeleitet ergibt Folgendes. Diese beiden Faktoren bleiben zunächst mal eben stehen. Ja. Also 10 mal V1 hoch 4 Fünftel. Und dann mal, jetzt wird diese Potenz hier eben abgeleitet. Das ist ja hier V2. Ja. Wenn wir das ableiten, dann ergibt es 1 Fünftel mal V2 und dann hoch 1 Fünftel minus 1, ja, also minus 5 Fünftel rechne ich jetzt hier. Ja. Wenn wir das weiter ausrechnen, ergibt sich hieraus 10 mal V1 hoch 4 Fünftel mal 1 Fünftel mal V2 und jetzt hier 1 Fünftel minus 5 Fünftel ergibt dann minus 4 Fünftel. Ja, und was können wir jetzt noch machen? Ja, jetzt können wir hier noch 10 mal 1 Fünftel, das können wir jetzt auch noch zusammenrechnen. Also 10 mal 1 Fünftel, das gibt dann ja 10 Fünftel, also 2. Ja, das heißt, wir können hier auch schreiben dann, das ist dann 2 mal V1 hoch 4 Fünftel mal V2 hoch minus 4 Fünftel. Das wäre jetzt die Grenzproduktivität des Kapitals. Ja, und jetzt schauen wir mal, ob wir hier irgendwas gegeben haben, was da drauf passt. Äh,
Und da sehen wir hier bei Antwortmöglichkeit A, dass wir das gegeben haben, eben nämlich 2 mal V1 hoch 4 Fünftel mal V2 hoch minus 4 Fünftel haben wir hier stehen. Man kann es vielleicht jetzt hier schlecht lesen, aber in Aussage A ist es jetzt hier gegeben. Das heißt, hier wäre die Antwort A korrekt. So, dann in Aufgabenteil B. Da steht jetzt noch Folgendes: Bestimmen Sie die Produktionselastizität des Produktionsfaktors Kapital. Ja gut, die Produktionselastizität, das wissen wir ja, das können wir ja direkt ablesen. Ja, hier über dem V1 ist ja die Produktionselastizität der Arbeit, ja, also das kleine a. Und hier über dem V2, also über dem Produktionsfaktor Kapital, haben wir dann entsprechend die Produktionselastizität des Kapitals. Ja, das war das klein b. Ja. Und entsprechend können wir das jetzt hier gerade ablesen. Ne. Das heißt, hier sieht man es vielleicht noch besser. Ich habe hier die Funktion abgeschrieben. Ja, und wenn jetzt hier gefragt ist nach der Produktionselastizität des Kapitals, dann sehen wir hier, das ist dann 1/5. Ja, also das können wir ganz einfach dann ablesen. Und dann schauen wir mal, ob das hier irgendwo gegeben ist. Und wir sehen, aha, okay, in Antwortmöglichkeit B hätten wir hier 1/5 stehen. Ja, also so kann man das ganz einfach machen. Man kann es auch ausrechnen. Das können wir vielleicht auch nochmal machen. Also man kann es auch ausrechnen. Und zwar die Berechnung, also das mache ich jetzt nur einmal, weil das brauchen wir eigentlich nicht in so einem Aufgabentyp, weil wir es direkt ablesen können. Aber ich mache es jetzt nochmal der Vollständigkeit halber, nämlich Berechnung der Produktionselastizität des Kapitals. Ja, also wir suchen das hier, die Produktionselastizität des Kapitals. Ja. Und die war ja definiert wie folgt, nämlich die Grenzproduktivität des Kapitals geteilt durch die Durchschnittsproduktivität des Kapitals. Ja, also wenn wir das anders schreiben, war das ja dann das hier, die Ableitung der Produktionsfunktion nach V2, also die Grenzproduktivität des Kapitals, geteilt durch die Durchschnittsproduktivität des Kapitals, also x durch V2. Ja. Und jetzt schauen wir mal, was wir davon gegeben haben. Ja, also die Grenzproduktivität haben wir ja hier. Ja, das ist ja 2 mal V1 hoch 4 Fünftel mal V2 hoch minus 4 Fünftel. Ja, das haben wir schon mal. Ja, und x haben wir ja auch, das ist ja hier die Produktionsfunktion selbst, das haben wir ja hier oben. Ja, das heißt, was wir jetzt letztendlich rechnen müssen, ist die Grenzproduktivität durch die Durchschnittsproduktivität. Ja. Also über dem Bruchstrich kommt jetzt zunächst mal die Grenzproduktivität hin. Ja, und das war ja hier 2 mal V1 hoch 4 Fünftel mal V2 hoch minus 4 Fünftel. Ja. Und das Ganze geteilt dann noch durch x durch V2. Ja. X war ja die Produktionsfunktion selbst und die teilen wir dann nochmal durch V2. Ja, also das heißt, wir haben dann letztendlich die Produktionsfunktion selbst, die war ja 10 mal V1 hoch 4 Fünftel mal V2 hoch 1 Fünftel und das teilen wir dann nochmal hier durch V2. Ja. Gut. Und jetzt versuchen wir da was zu vereinfachen. Ja, ich schreibe jetzt das nochmal hin. Ich schreibe den Nenner erstmal hin. Das ist 2 mal V1 hoch 4 Fünftel, den Zähler, mal V2 hoch minus 4 Fünftel.
Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier unten schon was vereinfachen können. Ja, nämlich das können wir. Nämlich wir können statt V2 hoch 1/5 geteilt durch V2, das können wir zusammenfassen zu V2 hoch minus 4/5. Ja, weil V2 hoch 1/5 geteilt durch V2, das ergibt V2 hoch minus 4/5. Warum? Weil statt V2 könnte ich ja hier auch schreiben V2 hoch 1, ja, beziehungsweise V2 hoch 5/5. Ja. Und wenn ich zwei Potenzen miteinander dividiere, dann muss ich die Exponenten voneinander subtrahieren. Das heißt, ich rechne dann hier V2 hoch 1/5 minus 5/5. Ja. Und da kommt dann raus 10 mal V1 hoch 4/5 mal V2 hoch minus 4/5. Ja, wenn ich V2 hoch 1/5 durch V2 hoch 5/5 rechne, dann bekomme ich das hier raus. Ja. Und was wir jetzt sehen, ist Folgendes. Nämlich, wir haben hier jetzt V1 hoch 4/5 im Zähler und V1 hoch 4/5 im Nenner. Das heißt, das Ding können wir rauskürzen. Und dann haben wir hier V2 hoch 4/5 im Zähler und V2 hoch 4/5 auch im Nenner. Ja, das heißt, auch das können wir rauskürzen. Und letztendlich übrig bleibt dann 2/10. Und 2/10 ist ja dasselbe dann wie 1/5. Ja, sodass wir auch so durch die ausführliche Rechnung dann hier drauf kommen. Ja, aber wie gesagt, diese Rechnung, die brauchen Sie eigentlich nicht, weil Sie die Produktionselastizitäten ja direkt ablesen können. Also Sie können sie auch direkt hier ablesen. Ja. Wenn gefragt ist, wie hoch ist die Produktionselastizität des Kapitals, dann sehen Sie, aha, hier 1/5. Ja. Und entsprechend wäre dann, wie gesagt, hier Antwort B richtig. Ja. Und wenn jetzt beispielsweise gefragt wäre, wie hoch ist die Produktionselastizität des Produktionsfaktors Arbeit, dann könnten Sie sofort antworten, ja, hier 4/5, ja, dann wäre 4/5 die korrekte Antwort. Gut, so viel zunächst mal zu Cobb-Douglas Produktionsfunktion. Wir machen im nächsten Mentoriat dann, wie gesagt, noch 5 weitere Aufgaben und ja, bis dahin alles Gute und bis in 2 Wochen.